Guten Abend. Ich begrüße euch herzlich zur 103. Live-Art-Session hier aus dem Atelier. Wie ihr seht, bin ich heute allein und es hat keiner mehr den Finger in die Nase gebohrt zum Anzählen. Dementsprechend erwartet euch heute auch ein bisschen ein anderes Programm. Wie schon in der Vorankündigung und in dem Vorschaubild zu sehen war, gibt es heute eine Fragen- und Antworten-Geschichte und ihr wart auch so nett und habt viele Fragen oder einige Fragen mir geschrieben und auf die werde ich eingehen. Ich habe dann auch noch aufgrund von einer Frage das Ganze noch ein bisschen ausgebaut. Ansonsten schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Und anfangs möchte ich natürlich mich gleich mal bei folgenden Personen bedanken, die uns diese Woche unterstützt haben. Das waren, das waren die Ines, der Gernot, Lutz, Martina, Dennis und Timo. Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung und für diejenigen, die neu sind und die anderen, die es gerne noch mal hören wollen. Da ist es eben so, dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Kanal auch unterstützt und unsere Arbeit, damit wir auch weiterhin so schöne Malmaterialien uns kaufen können und oder natürlich dann auch mal auf eine Käsekreine gehen können. Und dementsprechend gibt es die Möglichkeit eben, das über den PayPal-Link zu machen oder die Kontoverbindung. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt oder es ist auch egal, wie viel das ist. Das, was ihr spenden könnt, freuen wir uns natürlich drüber. Und ansonsten sehe ich schon, dass es hier im Chat ordentlich abgeht. Ich werde mal hier das Ganze mal wegmachen, damit ich hier Platz habe. Mein Dings ist weggegangen. Ihr seht es, wenn der Ralf nicht da ist, ne, dann ist es echt schwierig. Ne? Also, so, da sind wir und da muss ich das mal kleiner machen. Jetzt macht immer der Ralf für mich, verdammt! Ne? Aber der hat sich heute freigenommen. So schaut's aus. Und mit dem Bild von letzter Woche werde ich dann nächste Woche weitermachen. Also das heißt, diese Untermalung, die ist jetzt ordentlich getrocknet. Die war es aber natürlich schon nach ein paar Tagen. Und da geht es dann mit diesem Männerakt weiter. Ansonsten gibt es eben auch noch die Möglichkeit, wer Interesse dran hat, über Patreon den Kanal zu unterstützen. Da gibt es eben die Möglichkeit, dann verschiedene Ebenen zu haben, also entweder einfach normaler Unterstützer zu werden oder dann, wenn man dann Interesse an den Malvorlagen hat, die lade ich dann da auch immer wieder hoch und wenn man die beiden ersten möchte und noch was dazu, nämlich eine monatliche Werksbesprechung von euren Arbeiten, habt ihr da die Möglichkeit über Patreon. Das ist auch unten in der Videobeschreibung und ansonsten schaue ich mal kurz in den Chat. Hat nicht funktioniert. Aha, okay. Das ist jetzt interessant. Chat im neuen Fenster öffnen. Interessante Sache. Und dann Chat wieder herstellen. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da heute ist. Natürlich, Ralf ist nicht da, der das reparieren kann. Ein Kreuz. Okay, dann lege ich das jetzt mal auf das Fenster hier, weil dann sehe ich das Ganze dann besser und da kann ich dann auch besser auf euch reagieren, weil wenn es dann so ist, dass ihr Fragen an mich habt, genau, dann macht es bitte so, wie der Stelio das jetzt gerade gemacht hat, nämlich meinen Namen mit Ad, also ein Ad anzugeben und dann gleich mal meinen Namen schreiben, ST, und dann scheint dann der Name orange auf und somit kann ich natürlich diesen Kommentar besser finden, wenn ihr jetzt auch eine Frage gestellt habt oder so. Also falls ich die übersehen sollte, dann macht es dann bitte so. Oh, ihr hört ein Summen, wenn ich mich vorbeug? Echt? Ah, hey, echt jetzt? Wie gibt's das? Ein Summen, 1, 2, 1, 2. Ja, also auf jeden Fall auf den Stelio einzugehen. Ja, es ist jetzt wieder einigermaßen besser, aber ansonsten, ne, schauen wir mal. Sagt mal bitte mit dem Ton oder so, ob das alles in Ordnung ist. Ne? Also, Dietmar ist auch da, Svatava ist da. Was ein komisches Summen habt ihr. Okay, ich habe nichts verändert, ich schwör's.
Es summt. Okay. Ah, das ist echt ein Kreuz. Das ist ein Kreuz. Ich mache das mal so. Okay, ich habe jetzt mal das Funkmikrofon ausgeschalten. Also das heißt, das ist jetzt nur das obere Mikrofon an. Und so ein Summen hört sich an, wenn der Stecker nicht richtig drin ist. Ich habe natürlich den... Sag mal bitte, ob das jetzt besser ist. Ich habe jetzt das Funkmikrofon ausgemacht. Ja. Summt aber nur selten. Okay. Okay, okay. Na, dann werde ich das glatt mal versuchen zu eruieren. Das kann ich natürlich machen. Natürlich wieder super hochprofessionell hier, die ganze Sache. Weil ich kann natürlich den Ton nicht anmachen, aber ich kann es natürlich dann einmal checken, ob das jetzt bei mir auch summt. Also kann ich natürlich versuchen nachzuvollziehen. Wo ist es? Da ist es. So. Jetzt werde ich mich mit Kopfhörern sehen. Das ist sehr gut. Wenn man natürlich allein ist oder so, dann ist es irgendwie schwieriger. Ist es noch so? Jetzt passt's. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Hallo, hallo. 1, 2, 1, 2. Ich glaube, ich habe das falsche Ding reingesteckt. Ja. Okay. 1, 2. Und ich mache es jetzt nochmal an. Okay. Also. 1, 2. Nee, also... ich höre jetzt gar nichts. Also jetzt habe ich wieder das Funkmikrofon eingeschalten, aber sag mal bitte Bescheid. Okay, also. So, damit die Sache noch ein bisschen komplizierter ist. Also das war technisches Gebrechen und so. Wie es immer so ist. Also auf jeden Fall bin ich jetzt wieder voll und ganz für euch da. Das heißt, jetzt passt es. Ja, besser, guten Abend, Jörn. Ja, jetzt ist besser. Okay, okay, okay. Okay, okay. Keine Ahnung, was da war. Vielleicht war der Stecker. Nee, der ist eigentlich festgeschraubt. Also hier haben wir dann Live-Chat. Genau. Okay, also ansonsten habe ich schon viele bekannte Namen gesehen. Silvia Star, Christoph, Woodspirits. Dann ist der, was habe ich gesehen? Der Andi Bauer ist auch wieder da. Wunderbar. Christine, Ursula. Also es sind natürlich auch einige Fragen von euch. Ja. Dementsprechend ist es natürlich super, wenn ihr dann da seid. Also auf jeden Fall. Um noch auf etwas anderes dann noch einzugehen. Es ist so, dass es auf Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Nützwoch. Und in der Gruppe tummeln sich jetzt irgendwie, wir marschieren jetzt auf die 300 Mitglieder zu und das ist natürlich total super und jetzt im Moment haben wir eine Titelbildwahl und also für diejenigen, es sind ja natürlich auch einige von euch dann jetzt hier im Chat drin, also echt so richtig tolle Selbstporträts, irre gut, also wer Interesse hat und auf Facebook ist, kann natürlich dann eine Beitrittsanfrage stellen und ihr werdet dann auch in der Regel zugelassen. Und da könnt ihr natürlich die wunderbaren Arbeiten der unserer Zuseherinnen und Zuseher sehen. Also ist natürlich total super. Also richtig coole Arbeiten. Also morgen, also heute ist der letzte Tag. Morgen wird zugedreht. Also wer noch keine Likes abgegeben hat oder so, der sollte dann da nochmal hinhirschen zu dem Post und dann die Likes abgeben. Ja. Das ist die eine Sache. Und ansonsten ist es immer total super, wenn ihr natürlich dann auch die Posts dann teilt, die ich dann irgendwie auf Facebook mache. Weil das hilft natürlich, das ist irgendwie so, dadurch, dass das von Facebook das nach YouTube rübergeht, ist es die andere Veranstaltung. Das eine ist der Mark Zuckerberg und die anderen sind Google und die können sich nicht leiden und die führen sich dann auf wie im Kindergarten. Und wenn einer die Plattform verlässt, dann wird natürlich dann dieser Beitrag nicht gefeatured oder er kriegt überhaupt keine Reichweite. Also dementsprechend ist es immer super, wenn ihr natürlich die Beiträge dann teilt, kommentiert und liked, das ist natürlich auch total super. Apropos liken und teilen, ist es natürlich so, dass ihr auch ganz wunderbar hier dieses Video liken könnt. Und für diejenigen, die kein Abo haben, ist es auch eine total super Sache, weil das natürlich dann dem Kanal hilft. Mehr Leute kommen hierher. Wir sind alle glücklich, die Community wird größer und es wird alles wunderschön. Ja, der Samuel Nia.
Den Namen habe ich doch hier gelesen. Der ist auch da. Kosmos ist auch da. Super. Was heißt denn das? ICG, Frau Peter K. ICG? Was heißt denn das? ICG. ICG. I know not. Ach, ich bin Daumen 9. Okay. 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 Achso, du hast dich verschrieben gehabt und dann drauf gedrückt. Ah, das sind dann die kryptischen Sachen und so. Also wir sind jetzt schon echt ordentlich viele Leute hier. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ansonsten gibt es noch ein paar Sachen anzukündigen. Das ist in dem Fall, sind es einige Kurse und ich habe jetzt nämlich dann einen Kurs mit Menschen fotografieren als Vorlagen für okay, hat gut funktioniert. Mann, wenn einmal der Reif nicht da ist, dann kann ich nicht mal Copy und Paste machen. Kopieren? Und hier? Hallo Silke. Das gibt's ja nicht. Ah, so geht's. Geht nicht mit der Maus. Okay. Okay, ich bin Daumen 1, 2 und 3. 1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei. Sehr schön. Also in dem Fall mache ich noch mal kurz weg hier, weil dann kann ich das auch noch mal, dann kann ich die Kommentare auch einblenden, die ihr dann zu sehen bekommt. Auf jeden Fall ist es dann ein Tag am 4.5. gibt es da Menschen fotografieren als Vorlagen für Malerei und Zeichnung. Und da erkläre ich halt einfach, wie man irgendwie gute Vorlagen zusammenkriegt, ohne Photoshop zu verwenden und mit jeder Kamera, die ihr anbringt. Das ist so die Vorgabe. Ja, und da ist es eben so, dass es dann der Plan ist, dass man die Fotos macht und dann zum Beispiel entweder das aufs iPad lädt oder irgendwie auf den Computer oder und da das dann eigentlich verwendet. Man muss es nicht bearbeiten. Und danke. Das muss ich doch glatt mal einblenden und so. Ich habe mich nämlich auch bemüht, wie der Dietmar jetzt gerade gepostet hat. Ich habe nämlich auch nicht nur auf Insta, sondern ich habe das auf Facebook und auf YouTube habe ich dieses Video gemacht. Und es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich gestehen. So dieses Video machen und sich Gedanken machen, wie man was inszeniert oder wie man dann irgendwie auch dann den Inhalt rüberbringt, ohne Worte zu verwenden. Das war die Aufgabe. Ja. Und das ist der nächste Kurs, der dann auf uns zukommt. Dann ist im Mai relativ ruhig und dann geht's im Juni weiter mit Plein Air Malkurs mit Andrew und Stefan am Traunsee. Das wird dann deutsch-kanadische, also in dem Fall österreichisch-deutsch-kanadische Freundschaft wird da gefeiert. Und da ist es so, dass dieser Kurs vom 3. bis zum 7. Juni ist und am Tag davor, am 2., glaube ich, ist eine Ausstellung von Andrew und von mir. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Wird auf jeden Fall ziemlich cool. Dann gibt es danach dann, ich mache jetzt mal die nächsten, die bis zum Sommer gehen, damit ihr euch schon gleich auf den Sommer freuen könnt, nachdem es ja irgendwie so richtig kalt geworden ist. Das ist total fürchterlich, oder? Ich bin schon hier zum Atelier, das ist nicht ein weiter Weg, aber mich friert es. Ja? Ich musste sogar gestern einheizen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe abgeschlossen mit dieser Sache hier im Atelier. Aber nein, so ist es nicht. Das ist auf jeden Fall der Link dann zu Schloss Puchberg. Da habe ich dann Akt in Farbe vom 3. bis zum 6. Juli. Wird auch total cool, haben wir Live-Modell. Und das ist von Donnerstag bis Samstag ist es. Und ich bin da auch schon gespannt. Das ist auch einer meiner Lieblingsorte, wo ich unterrichte. Eigentlich habe ich nur noch Lieblingsorte, wo ich unterrichte, weil alle anderen habe ich irgendwie mehr oder minder aufgehört. Denn der nächste kommt schon gleich und da wird sich natürlich der Dietmar freuen, weil im Juli wird es dann auch so sein, dass ich dann die Kunstfabrik Hannover heimsuchen werde. Das wird vom 10. bis zum 14. Juli, also das folgt dann gleich auf den Akt in Farbe in Puchberg. Also das war von der Planung mal wieder total grandios. Und da ist auf jeden Fall die inszenierte Figur, die haben wir schon mal gemacht und das ist ein ziemlich cooler Kurs, wo wir halt einfach dann auch was aufbauen, das heißt, wir arbeiten erstmal nach Fotos und dann nach mit Live-Modell und so und
Ja, und der Dietmar sagt es ja schon, ich tue es jetzt mal hier einblenden. In Hannover sind auch Plätze frei. Also, meldet euch an. Oben ist der Link gleich drüber im Live-Chat. Und ja, das Nützwochenende kommt natürlich dann auch. Also, das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, obwohl das ja schon so lange, also noch so lange hin ist. Also, das ist so, wir freuen uns natürlich schon wahnsinnig drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Also die, die schon mal dabei waren. Und andererseits natürlich die, die neu dazukommen. Das wird einfach kaum auszuhalten sein. Ich bin schon ziemlich gespannt. Ja, freuen wir uns natürlich, das ist vom 18. bis zum 22. September 2024. Habe ich jetzt einfach abgelesen. Nützwochenende. Ja, das war's eigentlich, meine ganzen Sachen. Also, Ralf, wo ist die Hausübung? Der steht ja vor irgendeinem Konzert heute. Na? Ja. Oh, Nora ist auch da. Guten Abend. Ja, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, starten wir gleich mal in Medias Res, weil ich auch weiß, dass dann auch immer wieder schon, wenn die Fragen auftauchen, also wenn die Fragen beantwortet werden, ist es dann eben so, dass dann vielleicht von euch auch interessante Fragen dann im Chat auftauchen. Und da macht es doch dann wirklich so, dass, wie ich schon erwähnt habe, wenn ihr dann in den Chat reinschreibt, dann macht bitte Add und dann Stefan und dann, wenn der Name aufpoppt, dann klickt da drauf, dann habt ihr mich markiert und dann sehe ich das dann als gelb markiert, als orange markiert und in dem Fall habe ich dann die Möglichkeit, dann auch diesen Kommentar oder besser gesagt diese Frage zu finden. Ja. Es ist natürlich auch noch so, dass wir 101 gleichzeitige Zuschauer sind und nur 50 Likes haben. Haben. Ist grammatikalisch noch besser, ne? So, Christian S. ist auch da. Wahnsinn. Cool. Also, ich freue mich natürlich über den zahlreichen Zuseherinnen und Zuseher. Und dementsprechend fangen wir gleich mal an, weil ich habe nämlich die Silvia, die habe ich schon im Chat hier gesehen. Und da, ja, das ist jetzt wahrscheinlich der richtige Ort hier für deinen Kommentar. Also, weil dann wird sozusagen der Chat jetzt wahrscheinlich dann danach abgehen, sozusagen, was man in Mailand machen kann, Herr Woodspirit. Also auf jeden Fall solltest du vielleicht das Da Vinci-Bild anschauen und natürlich die Brera-Galerie ist auch sehr, sehr besuchenswert. Dann hast du schon genügend zu tun. Mimi van Roy ist auch wieder da. So, wir haben hier die erste Frage, die ich bekommen habe, ist von der Silvia Wodner. Sie fragt, kann ich Green for Oil auch bei den wasservermalbaren Ölfarben verwenden? Ich würde wahrscheinlich zuerst eine Schicht mit Wasser verdünnen und dann nur mit dem Öl und dann die Ölfarbe pur nehmen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, was du mich jetzt da fragst, weil das eine ist einfach die Schicht Wasser, das verstehe ich jetzt. Also das heißt, du machst jetzt die Farbe jetzt relativ dünn und dann nur mit dem Öl. Also wenn du jetzt Green for Oil nimmst oder so, also ich bin jetzt nicht so ganz so fit mit diesen ganzen Malmitteln da von, ich glaube, das ist Sennelier ist es. Also ich habe mal das Lösungsmittel mir gekauft, den Paint Thinner. Und der steht immer noch aus, dass ich ihn mal verwenden möchte. Also das kann ich da gar nicht sagen. Was ich aber trotzdem ein bisschen kompliziert finde, ehrlich gesagt. Also es kann sein, wenn du die Sachen noch daheim hast oder so, dann würde ich jetzt sagen, du kannst es grundsätzlich immer verwenden. Also weil die wasservermalbare Ölfarbe, die wasservermalbare Ölfarbe, die verhält sich dann in der Regel, wenn man eben kein Wasser dazu nimmt, wie normale Ölfarbe. Also das heißt, ihr könnt die einfach ohne Probleme mixen. Also das heißt, dass dann einfach auch dann, wenn ihr jetzt das Green for Oil verwendet, das wird wahrscheinlich funktionieren, normales Leinöl wird funktionieren, aber auch natürlich die ganzen Malmittel, die es sowieso von Winsor & Newton, von Cobra und mittlerweile haben ja fast alle Farbhersteller wasservermalbare Ölfarben. Das wird schon auffallen. Ich habe jetzt heute irgendwo eine Anzeige gesehen, dass jetzt die Firma B auch ein Eigenprodukt rausgebracht hat und so, ne? Na? Na. Ja, Sennelier.
Aber meinst du, wenn du jetzt schon im Chat bist oder so, kannst du natürlich dann mal sagen, also, was meinst du dann nur mit dem Öl? Ne? Also das heißt, du willst es mit Wasser verdünnen und dann nur mit dem Öl und dann die Ölfarbe pur nehmen. Also das heißt, ui, Michael ist da, yippie. Welch Besucher, du triffst mich natürlich heute an bei einem Redevideo. Okay. Okay, das heißt, probier es einfach. Also grundsätzlich ist es echt immer so eine Sache, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Neues kauft, also irgendwelche Kreiden oder Stifte, ist es echt so, also ich gehe dann auch im Laden rein, also da kann man zum Beispiel die Stifte ausprobieren. Jetzt zum Beispiel, wenn ich, nehme mal an, ich habe jetzt Buntstifte oder Kreiden, dann verwende ich die mal übereinander und schau mal, was die machen. Also letztendlich ist es so, dass ihr, dass ihr das ausprobieren müsst und so, weil nämlich was dann echt schwierig ist, das ist natürlich für jemanden auf die Distanz irgendwelche Tipps zu geben, weil oft das so ist, dass dann oft die Gegebenheiten unterschiedlich sind. Also je nachdem, welche Untermalung man hat oder welchen Untergrund man hat und also diese Sachen, die sind natürlich dann echt irgendwie schwierig. Die Margit Cornelius sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du mir sagen, was du nicht verstehst? Also Silvia, ich würde dir auch echt empfehlen, mit dem Öl irgendwie relativ sparsam umzugehen. Also ich hab echt beim Wasserverfallbahn, also bei dieser ganzen Reihe von Livestreams, wo ich die wasserverfallbaren Ölfarben vorgestellt habe, da war das dann so, dass ich diese Malmittel von Cobra verwendet habe. Also wenn ich schon Malmittel verwende. Aber diese Farben sind sowieso so schmierig und glitschig, dass man die fast nicht braucht. Also die sind eigentlich sehr buttrig eingestellt und man kann sie ganz gut verwenden. Wenn man aber die Farbe verdünnen möchte, dann ist es in der Regel immer ganz gut, wenn man ein Malmittel nimmt, wo Öl drin ist. Also ich habe immer das ganz normale Painting-Medium genommen, das ich sogar mit Wasser verdünnt habe, weil es mir zu fett und Öl war, zu ölig war. Ne? Ne? Was habe ich jetzt gesagt? Hier. Ich weiß gar nicht. Öl war da mit den wasserverfallbaren Ölfarben. Also, das verstehst du nicht. Ja, ich weiß nicht, welchen Teil du davon nicht verstehst. Also, was ich jetzt eigentlich gemeint habe, ist, dass man grundsätzlich die wasserverfallbaren Ölfarben ziemlich gut auch mit den normalen Ölfarben mischen kann. Da muss man nicht aufpassen. Es fängt nur an, problematisch zu sein, wenn man eben dann diese wasserverfallbare Ölfarbe runterverdünnt mit Wasser. Und da ist es so, dass dann wahrscheinlich die normale Ölfarbe dann sich ein bisschen sperren wird mit der Verarbeitung. Aber wie gesagt, es ist einfach so, dass die ganze Geschichte das ist, dass man es ausprobieren muss. Und wenn es dann irgendwie eigenartig wird, dann kann man immer noch unter das Bild schreiben, Mischtechnik. Ne? Das ist dann so, Mischtechnik bedeutet auch meistens, ich habe gefunden, habe genommen, was ich im Atelier gefunden habe und habe es auf ein Bild gemalt. Also so ist es dann auch. Weil man sich dann nicht mehr daran erinnern kann, weil man wahrscheinlich im Maldelirium war oder zu viele bewusstseinsverändernde Substanzen zu sich genommen hat, dass man dann noch eine Ahnung hatte, was man eigentlich alles verwendet hat und so. Ja. Also ich hoffe, das war jetzt so einigermaßen flüssig, aber diese Green for Oils habe ich echt wirklich tatsächlich, da habe ich nur das Lösungsmittel da und habe es auch nur einmal wirklich verwendet. Ich habe mal von Gamblin, glaube ich, irgendwie auch noch so ein aromatenfreies oder so ein lösungsmittelfreies Malmittel verwendet, aber damit bin ich nicht zurechtgekommen. Also diese Sachen sind immer, hängen echt immer von Jahreszeit ab und solchen Sachen. Cool, Silvia. Danke für die Frage. Die Irena hat gefragt, die Irena Kolik hat gefragt, als ich das letzte Mal das Bild von Ralf besprochen habe, wollte ich zeigen, wie man viel Farbe auf die Oberfläche auftragen, mischen und modellieren kann. Kannst du das zeigen? Heute nicht, blöderweise. Also das ist so, das tut mir leid, aber ich werde mir das merken. Ich werde mir das merken und dementsprechend ist es so, dass ich das trotzdem noch mal zeigen möchte, weil das jetzt eigentlich auch so ein Thema ist, das der Ralf eigentlich immer wieder irgendwie auch hat und so, ne? Also, weil das ist echt wirklich halt immer ein bisschen so diese hinterhältige Sache, dann irgendwie die Farbe vom Pinsel runterzukriegen. Und da werde ich dann, glaube ich, trotzdem mal drauf eingehen. Also, ich werde es im Hinterkopf behalten und werde mal dann, wenn ich mal, das dann auch praktisch zeigen. So, da ist es so. Könnt ihr meinen Namen vielleicht irgendwie markieren und so? Da.
Da kaufst du deine Keilrahmen oder machst du die selber? Falls ja, gib mir ein paar Tipps. Wie kann man übergroße Leinwände bekommen, selbst zusammennähen oder danke aus Tirol. Okay. Okay, ich mache erstmal den Max Ott seine Frage, weil die schließt jetzt an das andere an. Das heißt jetzt hier, oh, ich könnte es eigentlich mal größer machen. Ah, das kann ich besser lesen. Ah, funktioniert schon besser. Wenn ich, apropos Mischtechnik, wenn ich mit Acryl untermalen und den Rest, also ich tue das mal neu übersetzen, untermalen und den Rest in Öl, warte mal, wenn ich mit Acryl und gemahlen und den Rest in Öl, ist das dann Mischtechnik oder kann man das als Ölgemälde titulieren? Ja, also letztendlich, das ist halt so die Sache, wie du die Leute verwirren möchtest. Aber in der Regel, wenn du jetzt das korrekt machen möchtest, dann würde ich sagen Acryl und Öl auf Leinwand oder Malplatte. Also spricht jetzt nichts dagegen, weil das ist eigentlich eine gängige Vorgehensweise, einfach manchmal mit Acryl zu untermalen und dann mit Öl drüber zu malen. Ja, hier, ich blende es nochmal ein. Kaufst du deine Keilrahmen oder machst du die selber? Also Nummer eins, ich kaufe die Keilrahmen. Also, weil das ist einfach so, dieses Zusammennähen, also man braucht diesen Wulst und dieser Wulst ist ziemlich wichtig, weil wenn nämlich die Leinwand auf einer, also wir haben das in der Akademie natürlich schon gehabt, dass wir irgendwelche Holzlatten zusammen gemacht haben und eine Leinwand aufgespannt haben, aber genau an der Kante, wo die Leinwand dann von der Holzplatte oder von der Holzlatte dann runtergeht, da kriegt man dann immer so eine Kante rein, wenn man drauf malt und es schaut echt scheußlich aus. Es ist natürlich auch der große Vorteil, dass es Spannrahmen sind und dementsprechend hat man den großen Vorteil, dass man diese Keilrahmen dann, wie es der Name schon sagt, Spannrahmen oder Keilrahmen, auskeilen kann. Also das heißt, man gibt in die Ecke diese Keile und treibt dann die Ecken auseinander. Und somit kann man dann auch, wenn die Leinwand schlaffer geworden ist durch irgendwelche Witterungsveränderungen, hat man die Möglichkeit dann die Leinwand wieder auf Spannung zu kriegen. Also da muss man dann eben in den Tacker rangehen und das Ganze nachspannen. Ja, und die übergroßen Leinwände, das ist jetzt die Frage, was du mit übergroß meinst. Also das ist so, dass es teilweise, aber es ist eine Frage des Geldes, ich glaube, also 3 Meter weiß ich auf jeden Fall. Es gibt bei beiden G und B gibt es Baumwoll. Tücher, die 3 Meter breit liegen und ich glaube sogar, dass es Leinwände gibt, die bis 4 Meter gehen. Also wenn du das jetzt übergroß nimmst, also nennst, dann kriegt man das her. Also weil zusammennähen ist nicht unbedingt immer die einfachste oder beste Methode. Also, aber die Frage geht natürlich in die Richtung, wie groß natürlich dein Übergroß ist. Also aber in der Regel sind die normalen Leinwände, die man bekommt, grundiert und ungrundiert 2,20 Meter oder 2,10 Meter breit. Das sind so die Rollen, die im Künstlermaterialhandel immer vorrätig sind, mit verschiedenen Grundierungen. Da kann ich gleich hinterher schieben, sind natürlich die Luxus, Leinwände natürlich von Klessens heißen die. Das heißt, das wird nämlich ganz komisch, das ist eine belgische. Klessens heißen die. Genau. Oder so ähnlich, glaube ich. Klessens? Ich glaube, so schreibt man es ungefähr. Aber wie gesagt, wenn man es auch deppert in Google reingibt oder so, erkennt man es dann auch. So, jetzt rieselt's die Fragen. So, also, ich habe hier von der Annette. Weil das gleich an die Leinwandfrage hinterherkommt. Malst du auch auf Leinwand und spannst du sie hinterher auf den Rahmen? Ja, mache ich. Also das ist so, da gibt es sogar ein Video von mir, das ich da verlinken kann, nämlich wie ich eine bemalte Leinwand aufspanne. Das mache ich dann, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich habe jetzt zum Beispiel den Rahmen noch nicht im Atelier. Ich habe immer so eine große Holzplatte, dadurch das dann irgendwie festtackern.
und lasse auch diesen Rand, zeichne den Rand auch ran und dann male ich das Bild drauf und später spanne ich das dann auf den Keilrahmen. Mal dabei ein bisschen drüber, dass ihr ein bisschen Luft habt. Wenn ich unterwegs bin, dann mache ich das auch. Also wenn ich reise, dann nehme ich nur die Leinwände mit dem Plus zum Aufspannen. Dann male ich meine Bilder unterwegs, dann habe ich einfach nur die Leinwände und keine Malplatten, also Flugreisen zum Beispiel. Habe ich aber auch ein Video, wie man seine Bilder transportiert. Da zeige ich das dann auch, dass ich das in Leichtschaumplatten dann einpacke, die Leinwände drauf gebe, dann durch die Leinwand nur draufkleben, male das Bild, lasse es trocknen und dann fliege ich wieder heim und bespanne es dann, was gut geworden ist, natürlich dann zu Hause. Na? Mhm. Oh, das ist auch eine gute Frage. Klaus, ich werde dann noch auf die Chaisole und Terpentin. Oh, ich muss mal aufschreiben, dass ich dann die Fragen nicht verpasse. So, weil ich möchte schon noch auf die Chaisole und Terpentin eingehen, aber das andere, das ist jetzt hier die Frage vom Abo. Du nutzt ja auch des Öfteren Malplatten. Bis zu welcher Größe würdest du da maximal gehen, bevor du zur Leinwand wechselst? Also ich gehe, das ist bei mir echt total fix, meine größten Malplatten sind, also diese baumwollbespannten Malplatten, die wir immer verwenden, 30-30 oder 30-40, also diese kleinen Formate, ich gehe da bis 40-60. Ich habe da 50-40, weil nämlich das Problem ist, wenn ich die auf die Staffelei gebe und spanne die ein, also dann ist es so, dass sie sich dann biegen, wenn ich die mit Kraft einspanne. Ne? Das ist so das Ding. Und die werden dann ab einer gewissen Größe werden sie mir zu wackelig, also Maginett. Also das ist dann irgendwie so diese ganze Geschichte. Ne? Ne? Und also wie gesagt, bei mir ist es so, 50-70 mache ich schon Leinwände. Ja, genau. Ich habe aber auch manchmal 40-60 Leinwände. Also, aber da ist es so, in der Größe verändert sich es dann. Also da wird es dann unterschiedlich. Ne? Mhm. Ja, dann kommt die Frage vom Klaus Kriege. Ich habe hier auf meinem iPad noch. So. Aus welchem Grund verwendest du Chaisole anstatt Terpentinöl? Also ich vertrage das Terpentinöl nicht mehr, muss ich gestehen. Also ich habe so viel damit gemacht. Und mir bläst das Gehirn raus, wenn ich diese heftigen Lösungsmittel habe. Also das zieht natürlich jetzt auch wieder eine Chaisole-Diskussion hinter sich her. Die hatten wir auch beim letzten Stream schon. Nämlich, es ist so, dass jetzt eben das Chaisole auch natürlich nicht ungiftig ist. Das ist jetzt so die Frage. Aber es ist so, ich hatte mal eine Schülerin, die hat in der Vergiftungsambulanz gearbeitet und die hat es mal für mich nachgeschaut und die hat gesagt, Chaisole ist dann wirklich problematisch, wenn man es trinkt. Ansonsten ist es nicht wirklich so das große Problem. Also sie hat jetzt in ihrer Datenbank nicht wirklich was drüber gefunden. Ne? Also das ist so das Ding. Ja. Mhm. Da kommen jetzt noch andere Fragen. Macht es mal, seid mal bitte so nett, wenn ihr eine Frage stellt, schaut euch mal im Chat dann an, wie der Abo das gemacht hat. Also das heißt, gibt ein Ad davor und dann gibt man einen Namen ein und wenn der aufpoppt, klickt drauf, dann habt ihr das markiert und dann sehe ich die Frage auch. Ah, okay. Das ist eine gute Frage, weil das geht jetzt auf das andere zurück, nämlich 1 Pipolino 1 fragt oder sagt dann: Ich stelle mir da immer vor, dass beim Aufspannen die Farbe bzw. das Bild reißt. Kann das passieren? Ja und nein. Also es passiert natürlich nicht, wenn das Bild relativ frisch ist. Also das heißt, wenn ich jetzt aus dem Urlaub komme und habe das Bild gemalt und spanne es auf, da ist die Ölfarbe natürlich noch sehr elastisch. Wenn das Bild aber jetzt ein Jahr alt ist, dann wird es so sein, dass es an dieser Ecke bricht. Kann passieren, ja. Es ist auch so, dass man in der Regel... Jetzt alte Ölbilder rollen ist echt ein Problem. Also weil da kriegt man einfach diese ganzen Risse rein. Also das ist so, die Ölfarbe, die wird ab einer gewissen Alterung, wird die spröde, ganz hart. Und da fängt es dann an, dass es dann reißt und dieses Alterskrakelee bekommt. Ne? Mhm. Der Siegfried schreibt hier... Wie male ich in Lasurtechnik? Einfach verdünnen oder lohnen sich teure Farben, zum Beispiel von Lascaux oder selbst hergestellten Pigmentenfarben? Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Ah, okay.
Okay, der Max schreibt gerade eine Information. Das kann sein, dass das mit den Namen markieren auf dem iPad nicht funktioniert. Ja, okay. Kann schon sein. Okay, muss ich dann so nehmen. Also, das heißt, Lasurtechnik. In der Regel ist es echt wirklich so, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand, egal welche Maltechnik, ob es jetzt Acryl oder Öl ist, wenn er jetzt in Lasurtechnik malt, dann würde ich immer tendenziell zu qualitativ besseren Farben raten, weil die qualitativ besseren Farben dann nicht verschnitten sind und somit die Pigmente ihre Eigenschaften haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Lasurfarbe nehme, dann kann ich natürlich die Lasurfarbe runter verdünnen, aber die wird an sich schon mal so sein, dass sie, wenn sie minimal gedünnt wird, schon einfach durchscheinend ist, ne? Und dementsprechend ist es eben so, dass es echt besser ist, einfach gute Farben zu verwenden. Das muss man ehrlich sagen. Also, weil ihr könnt natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel eine billige Farbe runterverdünnt, da würde ich auch empfehlen, bei Acryl zum Beispiel dann auch immer ein Bindemittel mit reinzugeben, dass es ein bisschen mehr Kontrolle hat, dass es nicht nur Wasser ist. Da ist es aber also, dass dann halt einfach dann die Lasur durch die mangelnden Pigmente einfach auch nicht so wirklich so prickelnd ist. Und das wird auch dann nochmal bestätigt durch die Aquarellfarben. Das heißt, die Aquarellfarben, die ja von sich aus einfach Lasurfarben sind, da ist es so, dass einfach die wirklich dann die besten Pigmente verwenden, weil diese Farbschicht zu dünn ist und wir möchten ja auch, dass diese Farbschicht und diese Malerei dann über lange Jahre hält. Also das heißt, da geht es auch um Lichtechtheit, ne? Genau. Aha. Ja, dann kommt noch die andere Geschichte mit dem iPad, wird gerade irgendwie durchdiskutiert. Also, wie gesagt, der Dietmar hat es bestätigt. Also, das geht nicht zu markieren. Okay, ich bin milde. Das heißt aber, ihr müsst dann, falls ihr eure Frage nicht beantwortet habt, dann stellt sie nochmal. Also, das ist so, weil dann, wenn sie mir durchgegangen ist, oder schreibt dann noch einmal, meine Frage steht weiter oben oder so, ne? Okay. Ich habe jetzt hier noch einen. Ja, das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Da fehlt mir jetzt leider der Ralf, das zu zeigen. Der Woodspirit fragt oder so, ob ich meine Rahmen, also meine Malplatten auch in Schattenfugenrahmen rahme. Ja, das mache ich auch. Nur ist mein Profil ist niedriger. Also das heißt, ich habe mir von meinem Tischler habe ich mir Profile sägen lassen. Das ist 2 Zentimeter hoch und 3 Zentimeter breit. Und so ein L-Profil. Und in der Regel gebe ich dann noch mal die Malplatte dann sogar noch auf einen Stab, der viele Millimeter ist, damit diese Malplatte dann leicht erhöht ist. Habe ich auch schon mal in irgendeinem Stream gezeigt. Da hast du wahrscheinlich geschwänzt, ha? Na? Ja. Ah, Samuel. Du stellst deine Frage, die ich hier unten, die habe ich schon hier auf meinem iPad stehen. Also die werde ich dann auch noch ganz sicher be beantworten. Ne? Also, ja. Ja, also. Aber genau, also ansonsten, also ich müsste jetzt einfach aus dem Zimmer rennen und ins hintere Zimmer gehen und ein gerahmtes Bild mit einer Malplatte dann suchen und so. Also das ist so. So. Ah, okay. Okay, jetzt rieselt's die Fragen, weil nämlich die Frage vom Christoph Z ist so, da hat er Abo eine Frage gestellt, auf die komme ich nochmal ein oder so, das ist so, du hast schon erwähnt, dass du deine Ölfarben von der Palette einfrierst. Kann man auch ganze Tuben einfrieren, um sie länger lagern zu können? Ah, ohne dass sie in der Tube fest werden. Das würde ich fast gar nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich funktioniert sogar. Ich schätze jetzt mal, das funktioniert. Ich habe noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich habe hier echt eine ganze Kiste mit Ölfarben. Die halten in der Regel so irre lang, weil da so viel Öl drin ist oder so, dass man das fast nicht machen muss. Ehrlich gesagt. Glaube jetzt mal, dass man es nicht machen muss und so, ne? Kunstlich, das ist zu privat. Okay. Samuel, auf deine Frage gehe ich dann noch ein, wenn ich unten zum iPad komme und so, ne? Und die Filia Vicente
Ich male seit einigen Wochen mittwochs mit euch mit, das ist aber schön. Macht es aus deiner Erfahrung her Sinn, dass ein Anfänger zunächst farblich monochrom üben sollte, um die Tonwerte zu studieren? Unbedingt. Also das würde ich unbedingt raten. Also das ist so, weil das ist einfach so, dass wenn man, also als erstes mal die Zeichnung ist die Konstruktion, also man muss dann messen lernen und das Ganze. Der nächste Schritt ist, wenn man dann flächig zeichnet, dann kommt man zu den Tonwerten. Und wenn man dann in die Malerei geht, dann ist es natürlich total super, das jetzt erst einmal die Farbe rauszulassen und dann in Tonwerten nur zu denken. Hilft auf jeden Fall. Weil manchmal ist es so, dass es auch eine andere Geschichte ist, dann die Farbe in Tonwerte zu übersetzen. Weil manchmal muss man dann einfach auch die Tonwerte ein bisschen verschieben, damit man eine Separation hat, die aber in der Farbe vielleicht vorhanden ist. Also das heißt, ich habe kalte Farbe und habe warme Farbe und die sind im gleichen Tonwert und die machen einen Raum. Aber im Schwarz-Weiß ist es nicht so. Dazu würde ich aber auch noch tippen, dass du von Farbvorlagen wegmalst. Am Anfang vielleicht Schwarz-Weiß, aber dann zu Farbvorlagen gehst, um dann das zu üben. Also diese Farbe in Tonwerten zu sehen. Ne? Genau. Ja, Gundel. Warum kommen die nicht? Was? Okay, da waren so viele Fragen. Okay, cool. Danke, Filia. Schön, dass du da mitmalst. Gundel, ich komme da auch noch dazu. Ja, ich habe eure Fragen, die ihr mir geschickt habt oder so, die habe ich hier alle da und ich werde die dann auch noch bearbeiten. Da kommen echt noch. Ui, schaut aus, als ich habe euch gedacht, also, dass ich um 9:30 fertig bin. Also schaut nicht ganz so gut aus, ne? Ja, der Matthias hat es zurückgezogen. Ich habe es aber hier noch auf meinem Ding. Ich klebe das einfach rein. Also ich klebe die Sachen mit Holzleim, die Malplatten klebe ich mit Holzleim rein und wenn ich es wechsle, tue ich es wieder rausreißen. So mache ich das. Dann haben wir hier die Frage von der Splatter Maiden Age. Splatter Maiden Age, warst du schon mal da? Eine Frage zum Grundieren von Leinwand. Kann ich dünnflüssiges Grundierweiß nehmen, gemischt mit Acryl? Oder muss das Grundierweiß dickflüssig sein? Nein, es muss die richtige Konsistenz haben. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Ich würde mal ganz locker einfach mal so aus der Hüfte schießen, so buttermilchartig. Das ist ungefähr die Konsistenz meines Vertrauens. Kommt aber drauf an, wenn jetzt das Tuch, also die Baumwolle oder die Leinwand natürlich noch nicht grundiert ist, saugt sie mehr und schaut anders aus. Wenn aber schon Grundierung drauf ist und du machst eine zweite Schicht, dann muss man immer ein bisschen drauf eingehen. Da muss man auch üben. Das ist ungefähr wie wenn mein Freund Rainer zu mir sagt, wenn ich ihn dann nach einem Kochrezept frage und so, und wie viel tust du jetzt rein? Ungefähr. Und wie arg tust du es verdünnen? Und da würde ich jetzt sagen, nach Gefühl. Ne? Also das ist so die Sache, ne? So, haltet euch mal kurz zurück im Chat mit euren Fragen, weil sonst überlese ich die dann, weil ich möchte noch auf ein paar zurückkommen, die mir hier dann über YouTube und Facebook dann gestellt wurden. Die Sabine Sorg fragt mich, lieber Stefan, wie gehst du mit Porträts mit zwei Personen vor? Mir passiert es immer wieder, dass ich eine Person deutlich besser hinkriege. Ich male an beiden gleichzeitig. Ist es besser, zuerst eine fertig zu machen? Das ist eine schwierige Frage, weil das ist echt immer ein bisschen fallgebunden. So, wenn das Bild sehr komplex ist, also das heißt, wenn sehr viel drauf ist, dann ist es so, dass ich in der Regel sowieso mittlerweile echt so von Fläche zu Fläche male. Ich mache manchmal vielleicht eine Untermalung und lege das an, aber in der Regel mache ich das mittlerweile so, dass ich dann einen Kopf male, dann mache ich vielleicht die Büste, dann male ich mich runter zu den Händen, dann mache ich den anderen Kopf, dann mache ich das. Und es kann sicherlich sein, dass man manchmal wirklich eine Person besser hinkriegt, weil man da lockerer ist. Das ist leider eine Sache, die kann man fast gar nicht vermeiden, ehrlich gesagt. Also das ist echt wirklich so eine Geschichte, weil manchmal ist es dann so, dass halt die eine Person vielleicht irgendwie ein bisschen interessanter ausschaut oder man hat, wenn man sie kennt, hat man vielleicht sogar einen Bezug dazu und dann ist die Sache wieder anders. Also das ist irgendwie so die Geschichte, dass es ja, sicherlich schwierig ist. Was aber schon so eine Sache ist, das ist so, dass man dann, wenn ich das jetzt so einzeln in Portionen gemalt habe, dann lasse ich das Bild abhängen
Und ich schaue dann später nochmal drauf. Und versuche das dann anzugleichen, irgendwie einigermaßen. Also dann machst du halt einfach das Bild, das du gut gemalt hast, machst du halt ein bisschen schlechter. Hilft auch. Nein, ich weiß, es ist echt schwierig. Also ich finde, bei Porträts, also da ist das jetzt gerade im Moment echt mein Wunderpunkt oder so, weil ich einfach irgendwie echt kaum mehr Lust habe auf solche Porträts, weil die eigentlich echt nur mühsam sind. Weil wenn es auch Auftragsporträts sind, wenn ich es für mich mache, ist alles wieder super. Dann ist mir total egal, ne? Und dementsprechend ist es eben so, dass man das irgendwie angleichen muss, würde ich sagen. Ich war jetzt gerade irgendwie abgelenkt oder so. Also die Chaiseau-Geschichte, ne? Die habe ich schon beantwortet, ne? Mit Chaiseau und Terpentin, mit den Gerüchen und so. Ja, genau, die habe ich beantwortet, ne? Weil ich habe mir die aufgeschrieben. Wenn nicht, die Annette kommt jetzt irgendwie zu Malerinnen und Maler, die ich besonders mag. Das muss ich ja mal ein bisschen hinten anstellen. Annette, kannst du mir das später nochmal schreiben? Weil das wäre echt total super, weil ich, das würde jetzt echt total den Rahmen sprengen, weil ich nämlich noch was anderes vorbereitet habe, was nämlich der Abo mir geschrieben hat. Und da möchte ich drauf eingehen, weil das könnte vielleicht auch noch für euch interessant sein, für euch. Das wäre jetzt eigentlich der Punkt, dass ich euch ein bisschen teasern möchte, weil der Abo hat nämlich dann mich gefragt, ich lese es mal vor und werde später darauf eingehen. Das heißt, ihr müsst dann so lange im Stream sein, bis ich dann da hinkomme. Nämlich, Abo schrieb seinerzeit auf YouTube, dein Spektrum an Fähigkeiten ist ja nicht nur auf ein Medium beschränkt. Gibt es dazu den jeweiligen Medienbücher, die du empfehlen kannst, von denen man wirklich was lernen kann, beziehungsweise die für dich selber auch hilfreich waren? Das ist eine Bombenfrage und ich habe hier einen ordentlichen Stapel Bücher und wenn ihr natürlich Interesse dran habt, dann kann ich diese Sache ein bisschen aufwendiger angehen. Also das heißt, ich kann euch dann diese Bücher zeigen und drüber sprechen, was ich gut finde, warum ich die gut finde. Und das sind einfach ein paar nette Büchertipps, die vielleicht für euch auch interessant sein könnten. Also insofern bleibt dran und schreibt mir gerade mal in den Chat rein, ob ihr das sehen möchtet oder ob ich das nur kurz abhandeln soll oder so. Also das ist so die Sache. Jetzt kommen wir zu Samuel Nia, der oben schon seine Frage gestellt hat. Ich könnte es ja mal schauen, ob ich es finde. Ob ich das nochmal einblenden kann. Da haben wir es. Das blende ich mal ein. Ich habe bisher hauptsächlich mit Bleistift und Kohle gearbeitet. Welche Farben sind für den Einstieg in die Malerei am geeignetsten? Ha! Ja, also, das wäre jetzt echt so eine Frage. Also, was schätzt denn ihr? Das ist okay, ich werde es machen. Eigener Stream mit den Büchertipps. Okay, ich schau mal, wie der ist. Der Abo hat es schon echt sehr nett. Also, das war echt so, hier der Abo hat es dann schon auch. Da hat er das schon gesagt, sozusagen. Er hat mich da jetzt befreit davon, sozusagen. Dann könnte ich das natürlich in einem anderen Stream machen und so. Aber wie gesagt, ich kann mal kurz auf jeden Fall was zeigen und so, ne? Ja. Okay. Ja, alle und in Farbe. Also ich zeige auf jeden Fall die Bücher schon mal her oder so, weil dann. Ich kann aber dann echt auch mal irgendwie drauf eingehen. Aber nichtsdestotrotz. Wie schaut man aus? Was meint ihr? Was ist eure Meinung dazu? Jetzt muss ich mal die Schwarmintelligenz fragen. Ja, ich werde die Bücher machen. Die Schwarmintelligenz, welche Technik, also aus eurer Erfahrung raus, also ihr seid ja alle auch Malerinnen und Maler, welche Technik glaubt ihr ist der beste Einstieg in die Malerei? Schreibt es mal in die Kommentare. Öl, Acryl, Gouache, was meint ihr? No? In der Zwischenzeit nehme ich mal einen Schluck, damit ich mal meine Kehle anfeuchte, weil ich jetzt wahrscheinlich 2 Stunden durchreden werde.
Okay. Pinolino. 1 Pinolino 1. Ja, das ist ein Weg. Aha, Gouache. 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 Interessant. Acryl, sagt die Ursula Maria. Dirk, also, hör ich mal. Dirk ist. Jetzt ist er weggefloppt. Oh. Oh. Was, wo ist es jetzt hin? Boah, das geht ja schnell. Hier, Anfangstechnik Farbstifte. Also ist jetzt nicht wirklich Malerei, ne? Also muss man einfach sagen. Okay, Öl, Acryl. Liken nicht vergessen. Das ist auch gut. Liken nicht vergessen. Ne? Ja, das stimmt. 122 gleichzeitige Zuseherinnen und 71 Likes. Tina Öl. Ja. Das ist echt schwierig. Ja, also. Okay, jetzt ist mal kurz abgeebbt. Also mein persönlicher Tipp wäre Gouache. Muss ich gestehen. Das ist echt also es ist auch eine Technik, die ich total liebe. Das muss man ehrlich sagen. Genau, hier sage ich nur Ölpastell. Das ist wieder Dirk ungefähr, ja. Aber es ist trotzdem so, es ist nicht wirklich so abseitig, weil auch es an manchen Stellen immer wieder gesagt wird, dass zum Beispiel die Pastellmalerei auch ein guter Übergang wäre vom Zeichnen zum Malen. Also das wird immer wieder gesagt und so, ne? Die Frau Peter K. sagt, wegen Acryl war. Oh, jetzt habe ich es gleich wieder weggedrückt. Wegen Acryl war meine Hemmschwelle zu Öl enorm. Also, ich würde mal sagen, wenn man einen guten Zugang, also wenn man, wie soll ich sagen, also wenn man systematisch angeht, finde ich, dann kann man mit Acrylöl oder egal welcher Technik, also jetzt zum Beispiel auch bei Öl, finde ich, da, wenn man jetzt einfach auch gute Anleitungen mal hat oder so, dann ist es, wenn man auch dadurch einen guten Einstieg in die Technik bekommt, dann kann es schon hilfreich sein. Wenn aber dann man merkt, dass man einfach an vielen Ecken dann irgendwie hadert, schlittert und scheitert, dann ist es natürlich echt schwierig. Und naja, Nora bringt es ziemlich gut auf den Punkt, finde ich. Hängt doch ein bisschen vom Temperament und dem Ziel ab und wie viel Zeit man in den Erwerb der Technik investieren möchte. Vielleicht Gouache, weil man sein Temperament austesten kann. Also ich finde, ja, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Also, ne? Was, Anja? Oh nee, ich mag nicht Gouache. Kampf der Titanen? Uwe Zimmer, Namen allerseits. Alles schlecht. Ja. Also ich würde Gouache empfehlen, weil der Unterschied einfach zur Acrylfarbe, also ich habe also persönlich dann so leichte Probleme mit der Ölfarbe, weil sie ein paar Sachen hat, die für mich sehr negativ sind. Wenn man aber jetzt zum Beispiel mit der Acrylfarbe, wenn man eine gute Qualität Acrylfarbe hat, dann kann die schon auch was, muss man ehrlich sagen. Ne? Also drum. Finde ich, kann man eigentlich das, wie die Nora gesagt hat, eigentlich nach Temperament ein bisschen machen und so, ne? Ja, die Annette geht andersrum sozusagen. Das ist so, die sagt irgendwie, ich habe Gouache als letzte Technik entdeckt. Ja, also, das kann man so oder so machen, ne? Gouache trocknet mir vorzu ein. Vorzu ein? Vorzu ein. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall, die Gouache ziehe ich auf jeden Fall der Acrylfarbe vor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Präferenz ist Öl. Muss ich auch sagen. Also das heißt, wenn man jetzt Öl malt und hat eine gute Vorgehensweise, also sprich, man hat ja, systematische Vorgehensweise und man weiß einfach, wie man ein Bild aufbaut, dann ist Öl auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Muss ich ehrlich sagen.
Auch guter Kommentar. Persönlich male ich im Winter lieber Öl. Und wenn es heiß ist, alles mit Wasser. Ja, auch gut. Also so kann man es sagen und so. Ne? Die Annette Bayer mag es jetzt auch sehr, die Gouache-Farbe. Also, ja. Ja, kann man so machen. Ja? Genau. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was nützt. Also, man sieht es jetzt eigentlich auch im Chat, dass es einfach völlig irre ist, weil halt jeder irgendwie einen anderen Zugang dazu hat. Und dementsprechend wäre ich auch wieder auf den Bereich, probiert's. Entschuldigung. Probiert's einfach aus. Ja, also der Dietmar bringt es natürlich auf den Punkt. Auch wieder, ne, mit Gouache im Deckfarbenkasten wurden wir doch als Kinder in der Schule oft gequält, weil es die Lehrerin nicht vermitteln konnten. Wurde aber immer Wasserfarbe genannt. Ja, in dem Fall ist es ja auch schon so ein Riesenunterschied, wenn ihr mal, macht es doch einfach mal zum Spaß, wenn ihr jetzt die ganze Zeit mit relativ günstigen Farben gearbeitet habt, dann kauft euch mal die drei Grundfarben von einer Künstlerqualität und malt mal damit und schaut mal, was da passiert. Und bemerkt dann mal den Unterschied. Das könnt ihr erst machen, wenn ihr mal zeitlang drin seid, aber es ist trotzdem so, dass sich dann echt wahnsinnig viel verändert. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel mal den Deckfarbkasten nimmt und vergleicht es einfach mit einer Künstler-Gouache, dann sind da Welten dazwischen. Also das muss man auch sagen. Ne? Man kann einfach ganz andere Sachen machen, Pastose arbeiten, die Farben haben eine ganz andere Brillanz und eine andere Leuchtkraft, die Dunkelheiten funktionieren besser, weil einfach die dunklen Farben nicht so verschnitten sind und man kann dann richtige Schwärzen dann machen und. Also da ist echt relativ viel. Also, ich hoffe, wir waren nicht verwirrt. Dementsprechend sage ich es nur, wie der Sportartikelhersteller mit dem Göttinnennamen, just do it. Ne? So, Apo hat hier zwei Fragen gestellt. Die zweite, die habe ich schon vorgelesen mit den Büchern. Die Gundel Busch hat es auch so schön jetzt auf den Punkt gebracht. Genau. Das ist wie bei Instrumenten. Also ich glaube echt wirklich da, es ist ja auch zum Beispiel beim Aquarellmalen, kenne ich das von Aquarellmalern, dass die zum Beispiel dann der eine mag ein satiniertes Papier, der andere ein raues, der andere ein ganz graues Torschon und so. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ja, auf jeden Fall. Der Apo fragt, neben dem Gefrierfach hört man öfter auch das Clove Oil, also in dem Fall Nelkenöl, auf einem Watteball in einem luftdichten Container dafür sorgen soll, dass die Ölfarben nicht trocknen. Hast du das selber mal ausprobiert bzw. Erfahrungen damit sammeln oder indirekt mitbekommen, ob das negative Auswirkungen hat? Nee. Also das ist so, das habe ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Und ich habe das aber auch noch nie gelesen, ehrlich gesagt. Die große Frage, die sich mir aber aufdrängt, also ich bin jetzt in der Schule nicht eine große Leuchte gewesen, aber jetzt das Nelkenöl, ist es so, dass das dann, gibt es was ab? Ist es so, dass das dann, es verdunstet ja nicht, aber allein der Geruch reicht ja dann dazu aus, dass denn die Farben nicht trocknen? Ich weiß es nicht. Also wir reden jetzt einen luftdichten Container, in dem ein Watteball mit Nelkenöl drin ist. Aber die Frage ist echt, ob jetzt zum Beispiel dann dieses Nelkenöl dann so eine Atmosphäre schafft, dass diese Ölfarben nicht trocknen. Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass das Nelkenöl natürlich ein Öl ist, das echt schwer trocknet, aber ich kann da nichts dazu sagen. Mir wäre es recht, wenn du das mal ausprobieren würdest. Ich habe gar nicht so viel Zeit, dann sozusagen solche Watteball-Neckenöl-Experimente zu machen. Weil für mich funktioniert die Sache mit dem Gefrierer ganz gut, weil Andi Bauer hat mir diese Palette gemacht und da sind zwei Deckel, so Plastikdeckel, Mülleimerdeckel, die ich aus der Palette verwende, in der Holzpalette. Und ich habe zwei und die kluppe ich immer zusammen und schieb die dann in den Gefrierer. Ja, du sagst jetzt was so, hier, das funktioniert nicht. Also du sagst, es soll wohl dafür sorgen, dass die Ölfarbe nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Wenn ihr zum Beispiel die Ölfarbe, die kommt aus der Tube und deswegen ist die Tube so praktisch, weil die Farbe dort immer luftabgeschlossen ist. Zum Beispiel die Ölfarbe in Dosen wird
über kurz oder lang, selbst wenn die Dose, die ist ja dann wirklich total gut zugedeckelt mit dem richtig kräftigen Deckel, da kommt eigentlich kommt keine Luft von außen rein, aber die Luft, die drinnen ist, die macht dann schon eigentlich eine Haut und lässt dann sozusagen starten den Oxidationsprozess. Zum Beispiel in den Druckereien, bei diesen ganzen Druckfarben, die sind auch auf Ölbasis, da haben die dann halt immer diese großen Dosen gehabt und die haben dann sogar so ein Spray draufgegeben, dass sich dann die Haut nicht bildet. Aber es war manchmal so, dass sie einfach die Haut runter machen mussten, wenn das eine Farbe war, die sie halt selten gedruckt haben und die schon sehr alt war. Also das ist so, das war kaum zu vermeiden, ne? Also, echt jetzt? Das habe ich nicht gewusst. Stimmt es? Nelkenöl ist sehr giftig? Aha, interessant. Ja, also probier es mal aus. Ich habe keine Ahnung. Also, weil normalerweise müsste ja dann irgendwie die Luft sozusagen von Nelkenöl geschwängert sein, dass dann das dann diese Atmosphäre schafft, dass die Farbe nicht trocknet. Aber auch ein luftdichter Behälter ist so, wenn nur ein bisschen Luft da drum rum ist, wird die Farbe trocknen. Ne? Also das ist so das Ding. So, die Gundel ist ja auch da mit den Instrumenten, weil sie hat gesagt, ich soll die Frage relativ spät beantworten oder nicht am Anfang, weil sie noch in der Saxophon-Community ist. Deswegen auch das natürlich mit den Instrumenten. Ne? Ja, also. Das sind zwei Fragen. Das heißt, wie gebrauchst du nicht deckende, halbdeckende und deckende Farben? Wenn ich nicht deckende Fettaufträge oder fette, verdünnte Aufträge, macht das einen Unterschied. Ich stelle fest, dass ich beim Malen da vorher gar nicht auf die Tube schaue. Sollte ich das? Ne? Oh. Samuel, gerne. Und wenn du ordentlich verwirrt bist oder so, dann haben wir unseren Dienst getan. Ne? Ja. Also das ist echt, also das gibt einfach, ich weiß nicht, ob für diejenigen, die schon länger zusehen, die merken ja, es gibt immer wieder so Lieblingsfragen, also es gibt zum Beispiel diese Fett-auf-Mager-Frage zum Beispiel, ne? Weil das irgendwie echt so ein bisschen so hinterhältig ist oder so mit diesen Sachen und es gibt immer die Regeln und so, dass man sagt, lean over fat und fett auf mager, dass man dann solche Sachen macht und diese Frage hier, missdeckend, nicht deckend, halbdeckend. Also das ist so grundsätzlich, achte ich überhaupt nicht drauf. Oder, nein, das stimmt auch nicht. Also grundsätzlich kann ich nichts ändern, sagen wir mal so. Tendenziell, mein Konzept ist, dass meine Lichterfarben eher deckend sind und meine Schattenfarben eher transparente Farben sind. Also das heißt, bei den doppelten Primärfarben ist es jetzt so, dass ich zum Beispiel mein Gelb, das Cadmiumgelb, oder nehmen wir mal jetzt nur die, genau, Cadmiumgelb ist deckend, Lichterocker ist deckend, Cadmiumgelb dunkel ist deckend, dann mein helles Rot ist deckend und dann aber das Chinacridonrosa, also das kalte Rot, das ich für die Schatten verwende, das ist ein transparentes. Und dann Ultramarinblau transparent, Phthaloblau transparent. Also das heißt, meine Farben, die in die Schatten gehen, die sind eher transparent und die im Licht sind, die sind eher deckend. Und da ist es eben so, dass du natürlich halt einfach auch durch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Farbe dünner mache, also ich verdünne die jetzt, dann wird es so sein, wenn du jetzt zum Beispiel ein Cadmiumgelb mit Lösungsmittel verdünnst und möchtest jetzt lasieren, dann wird trotzdem dieses Gelb wie so ein Film drüber sein, der wirklich prominent drüber steht, wohingegen die Lasurpigmente dann einfach eine durchscheinende Schicht haben. Also das muss man einfach mal sich anschauen. Aber ich verwende es dann auch so, dass ich ja natürlich mein Blau und mein Rot, sobald ich ein bisschen Weiß drin habe, ein bisschen Titanweiß, ist es einfach so, dass das Ganze dann ja schon auch sich in die Richtung bewegt. Das heißt, ich kann die transparenten Farben dann relativ leicht halbdeckend und deckend machen. Wäre ein bisschen pastelliger, aber das ist auch minimal Weiß, verändert zwar die Farbe, aber verändert auch die Deckkraft sehr. Ne? Also insofern, mach dir da keine so großen Gedanken, mal einfach fröhlich drauf hin. Das Einzige ist dann in deiner Malerei, ist, wo du Gedanken machen kannst, ob es vielleicht mal die Schatten ein bisschen transparenter lässt und die Lichter körperhafter, aber es ist auch echt völlig egal. Ne?
Also das ist jetzt nicht so wild. Das Einzige, wo ich das jetzt bedenken würde, ist irgendwie tatsächlich, wenn ich jetzt eine Lasurmalerei mache. Da würde ich einfach meine ganzen Lasuren, da würde ich zum Beispiel auch mein Gelb austauschen in Indischgelb. Das ist ein transparentes Gelb. Und das wäre dann sozusagen für meinen Gelbfarben. Das heißt, ich würde dann einen der Blautöne nehmen, dann das Chinacridon-Rosa oder Krapplack und dann beim Gelb würde ich eben das austauschen, das Gelb in ein Indischgelb, das eine transparente Farbe ist. Na? Oh, warte kurz. Wo war das? Siegfried K. sagt Kaltwachsfarbe. Wo war denn die Frage? Ui. Ich glaube, die sind mal durchgerutscht. Kannst du die nochmal stellen, bitte? Ah, ah. Okay, Keilrahmen. Nee, ich weiß es nicht mehr. Also ich kann es da... Kannst du bitte, Siegfried, kannst du die Frage bitte nochmal stellen? Also ich finde die jetzt nicht. Auch noch auf meine Kaltwachsfarbe eingehen. Nee. Ja, und die zweite Frage von der Gundel ist... Beim Malen tunkst du deinen Pinsel immer irgendwo rein und stufst ihn dann ab. Wo tunkst du ihn rein? Wird diese Rune nicht nach 2 Minuten dreckig? Ich weiß nicht, was eine Rune ist. Und gehst du dann noch da mit einem Pinsel rein, wenn du weiß auftragen willst? Ja. Also das ist so, ich habe meinen Pinselwascher, wo ich dann... Warte mal kurz. Kaltwachs. Ah, bitte mal was über Kaltwachs machen. Interessiert, ob ich auch direkt mit dem Pinsel dann malen kann. Bitte mal was mit Kaltwachs machen. Ja, ich hab das eigentlich nie so richtig gemacht, ehrlich gesagt. Also da kann ich da eigentlich gar nicht mal wirklich weiterhelfen. Also weil normalerweise ist es so, also soweit ich das weiß, funktioniert Kaltwachs so, dass ich... Also das hat man dann auch manchmal bei den Firnissen mit reingegeben, um sie ein bisschen matter zu machen. Also das heißt, da wird Wachs dann geschmolzen und es wird dann Terpentin dazugegeben, so bis zu der Konsistenz, dass dieses Wachs dann nimmer kompakt wird und dass es dann eine Paste wird. Aber da kenne ich mich echt nicht wirklich gut aus. Ah, okay, Gundel. Diese Tunke. Ja. Ja, also kann ich da leider echt nichts dazu sagen. Da habe ich echt keinerlei Erfahrung. Ja, also ich habe eben zwei Sachen. Also mein Malmittel, da schaue ich schon, dass dieses Malmittel mehr oder minder sauber bleibt. Also wenn ich manchmal das in Pinsel ins Malmittel nehme und hole da jetzt das Öl raus, da schaue ich, dass das sauber bleibt. Aber mein Shell-Sol-Behälter ist total dreckig. Und da ist es so, das ist manchmal, also manchmal ist es halt einfach so eine Schmodderfarbe. Aber ich verwende eigentlich dieses nur am Anfang. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mein Rot nehme, um eine Zeichnung zu machen, dann verwende ich auch dann das Shell-Sol so direkt aus diesem dreckigen Container und es macht auch nichts aus. Wenn ich aber Weiß verwende, also dann würde ich sowieso dann nicht diesen Pinsel dann verwenden. Eine andere Sache ist aber, es ist völlig wurscht, wie dreckig dieser Farbbehälter, also dieser Pinselwascher ist. Es geht sowieso darum, dass man dann dieses Lösungsmittel so gut wie möglich aus dem Pinsel rauskriegt. Damit eben dieses, an der Zwinge hinten ist dann sowieso diese Schmodderfarbe. Weil wenn ich jetzt den Pinsel gewaschen habe und ich will ihn wechseln von der Farbe, dann ist es eben so, dass ich das sowieso nicht mehr gescheit sauber kriege. Dann mache ich es oft so, dass ich gar nicht einmal das Shell-Sol nehme und den Pinsel auswasche. Wenn ich jetzt ungefähr in der Richtung bleibe, dann mache ich das nur mit dem Tuch und wechsle dann einfach die Farbe. Also das kann ich euch auch mal zeigen. Ne? Also selbst wenn ich jetzt so einen dreckigen Pinsel habe, da geht es darum, dass das Lösungsmittel so weit wie möglich rausgeht. Und dann, wenn ich Weiß verwende, dann drücke ich mit dem Pinsel nicht mehr so fest auf der Palette auf, sondern nimm den wie eine Malspachtel. Weil je mehr ich aufdrücke, desto mehr würde ich auch das Lösungsmittel von hinten, von der Zwinge, rausdrücken. Und das würde mein Weiß dreckig machen. Ne?
Okay. Ich werde es mir mal anschauen. Die Frage ist, ob das in meinem Wählte oder Dörner drin steht. Woher hast du denn eine Anleitung dafür, Siegfried? Das wäre die große Frage zur Kaltwachstechnik. Ist wieder. Also ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, Gundel. Ne? Also weil du bist jetzt so eingenommen von den Zahnentzündungen. Ne? Also ich hoffe, das war dann eine Frage, die ich beantworten konnte. Okay. Dann haben wir noch den Dirk, der dann gefragt hat, ist auch eine gute Frage. Wie kommt die Ähnlichkeit beim Porträt zustande? In der Karikatur kann sie erhalten bleiben, obwohl die Proportionen massiv verzerrt werden oder die Farben beliebig ausgetauscht oder nur monochrom oder nur ein Scherenschnitt oder Größe von Miniatur bis gigantisch oder nur harte oder nur weiche Kanten und so weiter. Was macht es also aus? Ja, das ist echt eine gute Frage. Also bei der Karikatur, die Karikaturisten gehen ganz oft so vor, dass sie zwar die Proportionen verändern, aber die einzelnen Teile des Kopfes, also zum Beispiel die Augen oder die Nase, da gehen sie ganz spezifisch auf die Formen ein. Also jedes Auge hat ja immer so eine bestimmte Formung. Und in der Regel ist es auch so, ich habe es immer wieder mal gezeigt, also ich mache das ganz oft so, dass ich über Geraden gehe. Dass ich mir erst einmal Geraden raussuche und die dann aneinander setze, wo eben diese Punkte sind, wo eine Form kippt. Weil da bekomme ich eigentlich auch das Spezifische von einer Form. Ne? Und dementsprechend ist es eben so, dass man blöderweise beim Porträt schon sehr, sehr genau sein muss. Also das heißt, man muss irgendwie einerseits das Wesentliche erkennen. Also ich bin echt wirklich auch ein großer Freund der Silhouette. Also das heißt, die Silhouette ist echt wirklich auch so die Geschichte, die am formbestimmendsten ist. Da wären wir beim Scherenschnitt, den hast du schon gesagt. Ne? Und die Größe ist nicht wirklich entscheidend. Es ist so, wir werden ja nicht müde davon zu reden, von der Eurokatür. Und da ist es eben so, dass wir da immer wieder auf sehr viele Karikaturisten treffen. Und jetzt ist so die Sache, das ist immer so zwiespältig. Ich habe es auch bis jetzt noch nicht so wirklich rausgekriegt, warum dann die eine Karikatur irgendwie das auf den Punkt bringt und die andere ist so knapp daneben. Also man kann dann die Person schon erkennen, aber so dieses Letzte und andere kriegen mit einer totalen Verzerrung das total hin. Also meine Theorie ist wirklich halt auch, dass dann in den Einzelteilen sehr genau gearbeitet wird. Und das ist eigentlich auch das Problem, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das dann gemerkt, also ich habe das dann, ich weiß nicht, ich habe es irgendwann mal, ich glaube, ich habe es mal probiert. Das ist, keine Ahnung, 10 Jahre her oder so, ich weiß nicht mehr genau, da habe ich dann beim Porträt, da habe ich dann an der Zeichnung rumgeeiert und dann habe ich das dann einmal drauf projiziert. Und ich hatte aber das Gefühl, dass die Projektion noch falscher war als das, was ich so gezeichnet habe. Ne? Also, das mit der Ähnlichkeit, weil dann hat man wieder die Tendenz, wenn man dieses Fass aufmacht, dann hat man das Gefühl, dass es auch in die Richtung geht, wo die Ähnlichkeit natürlich dann immer so beim Fotografischen hängt. Und das ist auch nicht, weil wenn ihr jetzt so Porträts anschaut, die so ultra fotografisch sind, dann hat man auch manchmal das Gefühl, dass die nicht so hundertprozentig den Charakter rüberbringen. Und manchmal, also mein allerbestes Beispiel ist der Francis Bacon. Der, wenn man dann diese Porträts anschaut, man die Figur, die Menschen, die einzelnen Persönlichkeiten, dann in diesem Gewirr von Formen und Farben und Schmierereien dann erkennt. Also es ist phänomenal, wie er dann schon die Leute erkennbar macht. Also auch wenn man seine Bilder anschaut, kann ich dann sagen, ah, das ist jetzt der Lucian Freud, ah, das ist jetzt die Isabel Hawthorne und so. Also Rawthorne. Rawthorne heißt sie, nicht Hawthorne. Rawthorne. Hawthorne? Ich weiß nicht genau. Ja. Jetzt geht's wieder los. Die alten Maler, warte kurz. Die alten Maler haben die Wachsfarben in Kohlebecken stehen gehabt, um sie flüssig zu halten. Ah, dann,
war das aber keine Kaltmalerei. Rudolf Schick schreibt darüber in den Tagebüchern über Böcklin. Das nennt man dann Enkaustik, was du da beschreibst. Weil das ist dann kein Kaltwachs. Weil das ist dann so die Wachsfarben, nämlich das ist Enkaustik. Da ist es so, dass die einfach ganz fix fest sind und da braucht man dann echt wirklich eine Möglichkeit, dann diese Farbe immer wieder warm zu halten und so. Also davon haben wir nicht geredet. Es ist Kaltwachs ist das dann, ne? Dann haben wir... Der Tipp hier, Tipp für Chaiseau sparen, wenn Waschflüssigkeit zu verbatzt, gut durchschütteln oder rühren, in ein anderes Gefäß kippen, einen Tag warten und der Schmodder setzt sich ab. Ich mache das immer so. Also ich gehe nie zum Recyclinghof. Also mein Chaiseau, das ich brauche, das landet in meinem Lappen oder auf meiner Bildoberfläche. Ansonsten ist es so, dass ich immer wieder umschütte. Ich mache meinen Pinselwascher, nach einiger Zeit, wenn er voll ist, gieße ich den in ein Gurkenglas, in ein riesengroßes. Und dann lasse ich es dann abstehen und dann gieße ich es wieder zurück. Also es setzt sich total ab und reinigt sich wieder. Und der ganze Schmodder, der bleibt dann unten und so, ne? Gute Frage. Ja, genau. Das mit der Ähnlichkeit, ich weiß nicht genau, habe ich das jetzt einigermaßen nicht beantwortet, weil es ist echt wirklich für mich auch ein Mirakel, weil ich ja so viele Porträts schon gemalt habe und manche waren gut und viele waren nicht gut. Und es ist halt echt so eine eigenartige Geschichte, finde ich. Also so mit der Ähnlichkeit, weil es gibt eben noch eine andere Wirklichkeit und das ist eben die neben dieser Abbildung ist oder so. Und selbst eine fotografische Abbildung ist ja auch nicht objektiv. Also insofern, schwieriges Thema. Aber es ist trotzdem mal so, es geht einfach um Genauigkeit einmal. Ne? Das ist so das Ding. Ich habe hier echt eine gute Frage gehabt. Genau, der Max Ott hat es dann hier geschrieben. Dann die fast klarische, das habe ich jetzt gerade erklärt. Hier, die Anne K. fragt mich, nachdem ich einen Schluck genommen habe. So. Die Anne K. fragt, sollte man als Malvorlage ein Foto ausdrucken oder einen Bildschirm verwenden? Am besten wäre doch die Vorlage in Originalgröße. Gibt es Bildschirme, die man da verwenden kann? Ich mach beides, wobei ich aber jetzt in letzter Zeit weniger ausdruck. Ich habe so neben meiner Staffelei habe ich einen Bildschirm- und Laptop-Ständer, der an so einer Stange ist. Das habe ich hier auch vor mir und so, ne? Das heißt, da ist dann der Bildschirm befestigt und auf der anderen Seite ist dann so ein Tisch, wo ich dann meinen Laptop drauf geben kann. Und das ist kein richtig riesengroßer und geiler Monitor, der ist jetzt so, weil mir sind dann die Farben dann auch mehr oder minder wurscht, also ich halte mich nicht immer dann dran. Der Vorteil von Fotovorlagen, da bräuchte man aber dann einen Fotodrucker, also ich habe einen Fotodrucker, der ziemlich gute Drucke macht und da hat man wieder den Vorteil, dass eben die Leuchtkraft nicht so stark ist wie auf dem Bildschirm. Und dementsprechend ist es so, dass man natürlich mit der Malerei da besser hinkommt. Jetzt diese Farben dann abzubilden. Und es ist echt so, dass es immer so zwiespältig ist. Also natürlich, der Bildschirm hat natürlich diese Leuchtkraft und da kann man halt auch wieder drauf reagieren, also beim Malen. Also wie gesagt, also ich male in der letzten Zeit, auch wenn ich habe so einen Arbeitsplatz, wo ich zeichne und einen Arbeitsplatz, wo ich male und der Zeichenarbeitsplatz, da habe ich so eine Halterung fürs iPad und der Malarbeitsplatz hat dann einen großen Bildschirm. Die Vorlage in Originalgröße finde ich nicht so günstig, muss ich ehrlich sagen, weil das ist dann so, ja, kann man machen, aber es ist dann, das kommt halt darauf an, wie groß man malt. Also das ist natürlich dann echt relativ schwierig, ne? Also, Also das ist so das Ding. Ja. Und Bildschirme, also da, ich habe mir da echt wirklich keinen so einen super teuren gekauft, die sind mittlerweile auch relativ günstig und so. Also ich würde jetzt nicht einen Bildbearbeitungsbildschirm in 4K nehmen oder so. Also es kommt echt immer darauf an, wie man es ernst nimmt. Manche Leute haben halt teure Bildschirme, aber die waren halt, meiner ist schon voll Ölfarbe gespritzt. Also wer muss da entscheiden? Ja, genau. Dann haben wir gerne Dirk. Genau, auch noch eine andere Geschichte ist,
Welche Chaisol-Variante wird ja eigentlich gemeint? Tee? Es gibt da scheinbar verschiedene Varianten. Ja, also das ist so, das ist Chaisol-Tee. Und das ist eben hat so wenig Aromaten, dass es noch zum Ölmalen geht. Aber es kann zum Beispiel keine Weichharze lösen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel Mastix oder Damma damit lösen möchte, das geht nicht. Und da gibt es eben dann verschiedene Chaisole, die dann unterschiedliche Aromaten haben. Also beim Crema gibt es die dann alle zu kaufen. Aber das, von dem wir reden, ist Chaisol Tee. Ne? Ich habe das immer kanisterweise da hinten stehen. Ne? Genau. Ja. So. Dann haben wir hier. Hodler hat zum Porträtieren ein Gestell mit Glasscheibe gehabt, wo er mit Fettkreide Konturen gezeichnet und auf Papier abgeklatscht hat. Ja, das ist zum Beispiel, also da ist super Methode. Das hat der Albrecht Dürer hat auch schon so eine Zeichnung gemacht. Der hat auch schon so eine Zeichnung gemacht, wo er dann eben so ein Fadenraster hatte und so ein Visierding. Und als Filmtipp kann ich euch empfehlen, der Kontrakt des Zeichners. Da wird so eine Staffelei, wo so ein Viereckrahmen mit Fäden drin ist und dann so ein Rohr, also so ein Loch, wo er durchschaut, damit das Auge immer an der gleichen Stelle ist. Und somit hat man dann die Möglichkeit, wenn man dann dieses Raster, das da vorne in dem Gestell ist, kann man dann aufs Papier übertragen und kann dann auch eine ziemlich akkurate Zeichnung machen. Also in dem Film, der Kontrakt des Zeichners, der malt dann dort dieses Anwesen und das Haus dort ab. Und da will er auch sehr akkurat in der Perspektive sein. Ne? Ja, also das ist so, ich befürchte das auch, dass das alles das Gleiche ist. Also das Odorless Paint Thinner und Diluent und Germsol und diese ganzen Geschichten und so. Also das ist irgendwie so diese Sache. Ne? Also ich glaube nur, es ist halt einfach so, der Lukas hat als einziger dann einmal das wirklich als Chaisol verkauft, als Chaisol-Tee. Im Vergleich zu den anderen Herstellern, die dann irgendwelche Fantasienamen genommen haben. Aber ich glaube fast, dass das immer das Gleiche ist. Ne? Das muss ich kurz beantworten. Also, die Margit Cornelius sagt, mich stört immer der Gedanke des Kopierens. Ist es eine Möglichkeit, dass ich mit Vorlagen anfange und dann es weglege und ohne Vorlage weitermale? Das ist lustig, nämlich ich habe an dieses Buch gedacht, aber dann habe ich gedacht, das ist jetzt kein Mallehrbuch, das kann ich nicht mitbringen. Ich glaube aber, dass ich das in meinem. Habe ich das gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Das heißt The Art Spirit von Robert Henri. Und da beschreibt er in dem, wie er zum Beispiel. Was er als Vorschlag macht. Also als erstes Mal ist es so, das kannst du auf jeden Fall machen. Grundsätzlich, du kannst alles machen. Und dementsprechend ist es eben so. Jetzt ist es schon wieder passiert. Okay, ich kann jetzt keine Dings mehr einbinden. Ha. Echt eigenartig. Okay, ich habe so ein leichtes technisches Problem, dass ich da jetzt wieder rausgeflogen bin bei der YOLO-Box. Mit den Kommentaren. Okay, dann muss ich es halt einfach so machen. Der Max sagt es dann, Margit, du hast deine Frage selbst beantwortet. Ja. Ah, geht. Okay, aber es kommen keine neuen mehr rein. Ja. Also als erstes mal kannst du tun und lassen, was du möchtest. Du kannst anfangen mit der Vorlage und dann kannst du weglegen. Das andere ist aber, dass du zum Beispiel, was du mal probieren kannst, ne? Was vielleicht echt da interessant ist, es geht nicht ums Kopieren, sondern die Essenz zu erfassen. Und du könntest zum Beispiel deine Vorlage nehmen und sie dich hinsetzen und sie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde anschauen und dann weglegen und dann aus der Erinnerung das Ganze malen. Und dann, wenn du irgendwie nicht mehr weiterkommst, dann nimmst du wieder deine Vorlage und dann schaust du sie wieder eine halbe Stunde an oder eine Viertelstunde und dann malst du wieder weiter.
Und schaust du mal, was dann dabei rauskommt, was dann für eine Interpretation ist. Also der Robert Henry hat es erklärt, indem er dann gesagt hat, dass das Modell in einem Raum steht und gemalt wird in einem anderen. Also das heißt, die mussten dann rübergehen, die Studierenden, und haben sich dann hingesetzt und mussten es memorieren. Und dann sind sie wieder zurück in ihr Atelier gegangen, wo ihre Staffelei stand. Und da haben sie dann an ihrem Bild gemalt. Vielleicht eine echt total gute Übung, habe ich noch nie gemacht. Ne? So, dann habe ich jetzt noch von der Ursula, die ist auch hier im Chat. Ne? Ich habe ein altes getrocknetes Ölbett, das möchte ich gerne übermalen. Wie behandle ich die Oberfläche, damit der neue Farbauftrag gelingt? Könnte ich auch ohne Oberflächenbehandlung mit purer Ölfarbe darüber malen? Verdünnen mit Lösungsmittel darf ich die zu malende Ölfarbe dann nicht? Fragezeichen. Das kommt darauf an, wie alt das Bild ist. Also das heißt, wenn das Bild jetzt schon relativ alt ist, dann kann man sogar mit der Ölfarbe drüber malen und die Farbe ein bisschen verdünnen. Also, aber verdünnen jetzt nur mit Chaisol oder Terpentin würde ich es auf keinen Fall. Sondern wenn es verdünnst, dann würde ich einfach ein Malmittel nehmen, ehrlich gesagt. Ne? Und dementsprechend ist es so, kannst du direkt mit der Ölfarbe drüber malen. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich habe immer wieder mal so Making-of, ich habe das in den Stories gepostet. Ich habe jetzt, meine letzten Bilder für die Ausstellung. Da habe ich dann, mal schauen, ob ich das habe. Es könnte sein, dass ich das, nee, ich habe es nicht. Es würde jetzt so lange dauern, bis ich das finde. Also ich habe oft auf alte Bildern übermalt. Aber dann hat man erst einmal ein bisschen das Problem, dass man sehr viele Formen hat, die einen irritieren. Was ich dann echt mache, ist, ich nehme halt eben meine alte Ölfarbe, die ich vom Malen übrig habe, und dann rühre ich die zusammen zu so einem Grau, irgendeinem Grauton, und schaue, dass ich mit Weiß das dann noch auf eine gewisse Helligkeit bekomme, also auf so eine mittlere Helligkeit, und dann gebe ich aber noch ein bisschen Kreide rein. Also ich mische dann noch ein bisschen Kreide rein, damit die Farbe ein bisschen magerer wird, und das spachtle ich dann über mein Bild. Das muss ich dann aber auch trocknen lassen. Okay, der Kunstlich. Ich kann leider hier nichts mehr anzeigen lassen, das kommt nicht mehr hoch. Der Kunstlich sagt, ich frage für einen Bekannten, RR, was hältst du davon, wenn du eine Farbe im Pinsel hast, die auch an einer anderen Stelle unterzubringen? Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel ich davon halte. Ah, Siegfried K. sagt, Art Spirit hattest du schon mal empfohlen, worauf ich das Buch besorgt hatte. Ist echt ein geniales Werk. Ist wirklich toll. Ist eines der schönsten Bücher über Malen, Lernen und so. Aber es ist in dem Fall halt sehr theoretisch. Ne? Dann Max Ott, das mit dem lange Hinsehen und dann erst malen, das war auch dein Input beim Akthof Caravaggio Workshop. Sehr elementar, wichtig und hilfreich. Freut mich sehr. Also wie gesagt, Ursula, das heißt, das getrocknete Ölbild ist so, alte Ölfarbe nehmen oder halt, keine Ahnung, irgendeine andere Ölfarbe und in diese Ölfarbe ein bisschen Kreide reinmischen oder ein bisschen Pigment. Also ein bisschen Weißpigment oder Kreide, ist total wurscht, dass die Farbe nicht ganz so ölig ist. Und du kannst aber auch mit der Ölfarbe direkt auf das Bild gehen, es ist auch kein Problem. Wenn dich dann das nicht stört oder es dann schnell zumalst oder so, geht es auch ohne Probleme. Also das ist ein nettes Ding. Und wie gesagt, Lösungsmittel würde ich dann aber, wenn, dann ein ölhaltiges Lösungsmittel dir empfehlen. Das ist das. Genau. So, das heißt, jetzt im Endspurt kommen wir zum Abo. Für diejenigen, die jetzt erst zugeschaltet haben und nicht wissen, dass da unten drunter ein Like-Button ist, also das heißt, man kann Daumen hoch geben, ist da noch die Möglichkeit. Wir haben zwar jetzt schon echt über 103 Likes und 133 gleichzeitige Zuseherinnen. Der Abo hat mich gefragt, es ist total nett, also gleich mit einem Kompliment verpackt, du bist einfach so charmant. Okay, Ursula sagt, woher bekomme ich die Kreide? Die kriegst du auch beim Bösner und beim Gerstecker.
Also das heißt, diese Kreide, das ist, oder Lithopone, das ist ein Kreide, also ein Weißpigment auch. Du brauchst ja nicht so viel. Also das ist echt wirklich ultra wenig. Also Krämerpigmente gehen auch, die haben das auch. Und in dem Fall ist es einfach jede Kreide, also das ist so Champagnerkreide, normale, also diese Kreide, die man für die Grundierung hat. Müsst ihr einfach mal im Katalog schauen. Ne? Man braucht echt ultra wenig, das ist das Problem. Also ich habe hier ganze so einen fetten Eimer und so, weil ich meine Grundierungen immer selber gemacht habe und so. Aber ansonsten braucht man da echt wirklich wenig. Vielleicht kannst du es auch weglassen oder so. Also das ist echt so das Ding. Ne? Apo hat gesagt, dein Spektrum an Fähigkeiten ist ja nicht nur auf ein Medium beschränkt. Gibt es dazu den jeweiligen Medien Bücher, die du empfehlen kannst, von denen man wirklich was lernen kann, beziehungsweise die für dich selber auch hilfreich waren? Und damit der Stream nicht wahnsinnig lange geht, zeige ich euch jetzt dann gleich mein Buch, das ich, wie ich das malen angefangen habe, war das echt dieses Buch, das ich absolut liebe. Ich liebe es immer noch. Weil es ist auch so, dass dieser Maler, interessanterweise, es gibt eine neuere Version, oder er hat eins gemacht, dass er, wo er auch so über Malen und Zeichnen, und das ist nimmer so gut. Das ist so ganz allgemein über alle Maltechniken. Aber hier hat er so tolle Malbeispiele drin. Ne? Und vor allen Dingen, weil wir jetzt bei dem Thema schon sind, ne? Hier, das Ganze ist von 1984. Ja. Also es ist schon ein bisschen älter und so. Und er geht eben dann auch auf diese, zum Beispiel hier habe ich gelernt, wie man einen Keilrahmen bespannt. Das ist so eine total gute Grafik. Ne? Das heißt, du fängst an, 1, 3, dann da 3 machen, dann da 3, dann da 3 und dann auf einer Seite rüber und dann auf der anderen Seite rüber. Ist ein bisschen gefährlich. Was ich mache, ist, dass ich manchmal eine Seite rüber gehe, andere Seite rüber gehe. Also muss man mal schauen. Ich fixiere aber auch die Ecken. Aber so habe ich das früher gemacht. Das Problem ist bloß, dass man manchmal dann die Leinwand verdreht. Aber da geht es um Leinwände aufspannen, Acrylfarben, Aquarellfarben, die Pinsel. Alles total gut. Und da war vorhin die Frage mit Monochrom malen. Und er fängt eben auch monochrom an und macht da ganz einfache Sachen. Er macht eine Ölversion, indem er da den Hintergrund, einen Verlauf macht und dann malt er eine Silhouette drauf. Ganz einfache Übungen, total cool. Und das Ganze macht er in Aquarell. Na? Und das Ganze macht er in Acryl. Und das ist natürlich super. Also das ist so ein Buch, das dann über alles geht und so. Ne? Ja. Leider kann ich es nicht einblenden, das ist so schade. Die Annette schreibt an die Ursula, Maria, Stefan gibt dir bestimmt zum Nützwochenende was, gibt dir bestimmt zum Nützwochenende was mit. Nur das Tütchen dann nicht bei Grenzüberschritt aus der Tasche ziehen. Wir reden immer noch von Kreide. Ja, schaut ein bisschen verräterisch aus, diese Kreide und so. Also, und da war zum Beispiel so eine Sache. Er zeigt dann die Wolkenstudien, wie er die so macht. Also eher so blockig reingemalt. Und das Vermalte macht er total gut. Das gefällt mir total gut. Und er zeigt es dann eben anhand so einer Münze, wie er eigentlich dann auch, und das zeige ich euch gleich noch an was anderen, nämlich, dass er sowas zum Beispiel mit Aquarell malt. Und da erklärt er auch, wie er mit Aquarell die Farben vermalt. Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Ah, das kommt dann später nochmal. Das heißt, er malt dann einen Pinselstrich und vermalt dann den weich und so. So kriegt er dann eigentlich auch diese Geschichten hin und so. Ne? Und da zum Beispiel, das ist jetzt die Maria vom Michelangelo. La Madonna. Und er zeigt dann, wie er, es ist ein bisschen schwer zu sehen, wie er dann hier diese einzelnen Tonwerte reinsetzt und die dann vermalt. Das ist super, ist das. Ja. Und bei den Farbtechniken geht er auch so ganz einfach erstmal vor. Aquarelle, dann eher so impressionistische Sachen hier. Und da erklärt er dann, wie er zum Beispiel dann mit Aquarell diese weichen Sachen hinkriegt. Zum Beispiel. Ja. Und hier, also ich habe da echt wirklich total viel gelernt davon. Er macht jetzt hier diese Rose und die macht er erstmal monochrom. Und er macht jetzt mal hier eine Untermalung.
die er dann mit Farbe überlasiert. Also, das ist echt total gut. Dann geht er eben auf Elemente der Bildgestaltung ein, Komposition, Farblehre. Also das hat mir am Anfang total viel geholfen. Ich weiß gar nicht, wo man das herkriegt und so. Er hat dann auch echt so Effekte, Raumillusionen, ganz unterschiedliche Sachen und so. Ist cool. Oder hier, wie er dann diese ganz weichen Aquarelle malt, fand ich total gut. Dann wieder expressive Sachen, dann wieder Aquarelle. Die Übungen sind gut. Hier, das ist venezianische Glas, wie er das malt. Ist auch toll als Aquarelle, ne? Ja, auf jeden Fall ist es ein cooles Bild. Hier macht er zum Beispiel mit Acryl Lasurtechnik. Wobei er aber dann diese Tiefe in dem Bild, wo er dann die Fische drauf malt, und dann macht er immer wieder so, mit dem Airbrush macht er dann immer so verschiedene Schichten drauf, dass diese Fische dann in die Tiefe gehen. Das heißt, er malt die dann drauf und dann geht er wieder drüber mit dem Airbrush, malt er sie drauf, damit dann eben dann diese Tiefe entsteht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Reproduktion gar nicht mal so gut ist. Ja? Also die ist wahrscheinlich in echt noch viel besser. Landschaften sind auch coole Sachen dabei. Also, wie gesagt, das ist wieder mit Acrylfarben gemalt. Er malt dann so wie so Lasuren übereinander. Ja? Und da bei dem Porträt, da zeigt er das, wie er jetzt hier, das macht er zwar mit Acrylfarben, aber er macht den Pinselstrich. Und dann vermalt er einen Rand und vermalt den zweiten Rand. Und so kriegt er dann diese Weichheit hin. Ist total cool. Also echt interessant. Also hier, das hat er wieder in Ölfarben gemalt. Das ist ein bisschen impressionistischer in Ölfarben. Und hier macht er so ein Verdaccio, nennt man das. Also das heißt eine Grünuntermalung bei der Haut, wo er dann weiß, dass dann natürlich die Hautfarbtöne interessanter draufstehen. Und das macht er dann, indem er tatsächlich relativ klassisch eine weiße Untermalung macht, die er dann überlasiert. Also da habe ich echt wirklich ziemlich viel rausgezogen aus dem Ganzen. Also, und er hat sogar seine Vorlagen als Rastervorlagen hinten drin, die man dann auch nachmachen kann. Also das hat mir mal total geholfen, fand ich total super. Echt cool. Mhm. Der Kunstlich hat gesagt, hast du das gefunden, Matthias? Also das Buch gibt es im Netz bei ZVAB. Ja, also ich glaube auch, das kriegt man nur noch antiquarisch, würde ich sagen. Wenn ihr wollt oder so, mache ich das unten, also ich mache das dann unten, die Bücher, in die Videobeschreibung. Aber ich werde es echt wirklich abkürzen, heute die Bücher sagen. Es ist wirklich eine gute Idee, einen eigenen Stream zu machen, muss ich ehrlich sagen. Ich zeige einfach mal die wichtigsten und so, ne? The Kunstlich, The sagt, wie hast du deinen Malstil gefunden? Kam der aus dem Unterbewussten oder hast du auf diesen Stil hingearbeitet? Und wie viel Einfluss hatte dein Prof? Wow, das ist echt eine abgefahrene Frage. Also, ich schalte noch mal kurz um, damit ich das beantworten kann. Also, es ist so, dass ich bei einem Professor studiert habe, den ich schon immer total fantastisch fand. Dementsprechend habe ich ihn natürlich auch imitiert und nachgemalt. Und wie ich dann fertig war mit dem Studium, da kam dann der Lucian Freud noch dazu. Dann habe ich angefangen, viel Pastosa zu malen. Das war auch schon während der Studienzeit. Und da habe ich aber auch beim Grützke dann schon noch studiert. Also, da waren die Bilder gar nicht mehr so Grützke-mäßig. Und es hat sich dann weiterentwickelt, dass dann verschiedene Einflüsse kamen. Also so Caravaggio war einer, Velázquez war einer, David Hockney. Und diese ganzen Einflüsse sind irgendwie so zusammengekommen. Und irgendwie hat sich das dann im Laufe des Malens immer mehr rauskristallisiert, was ich eigentlich möchte. Und in den letzten Jahren habe ich ein paar Ausstellungen meiner großen Helden gesehen. Und da war das echt ganz interessant. Die hatten nicht mehr diese Faszination auf mich, wie sie früher hatten. Weil ich einfach auch woanders bin in meiner Malerei. Also das heißt für mich, ich war viel distanzierter jetzt zu dieser Malerei und auch kritischer, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja? Mhm. Ja, also der Grützke war schon sehr stark. Ich habe dann ein Bild hier gemalt, wo ich irgendwie so Grützke-Komposition gemacht habe. Und da hatte ich das Gefühl, das war so das letzte Bild, das ich dann gemacht habe, wo ich ihn ein bisschen exorziert hatte.
Das ist so das Ding. Splatter Maiden Age. Darf ich jetzt als Autodidakt in meinen Disclaimer schreiben, Workshop bei S. Nützel? Ja, hast du einen Workshop bei mir gemacht, Splatter Maiden? Ich glaube, du hast dich schon mal geoutet und so, aber das ist mit diesen Nicknames, verzeih es mir, dass ich da jetzt auf das Safen stehe. Also, tu dich mal outen. Welchen Workshop hast du bei mir mitgemacht? Auf jeden Fall kannst du es immer reinschreiben. Okay, ich mache nächste Book. Also, ich zeige euch mal meine, also die absolut einflussreichsten, die ich habe. Das ist natürlich das, mit dem ich auch wirklich viel unterrichte, weil irgendwie das ist vom Kevin McPherson, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Das könnt ihr auch auf meinem Kanal anschauen. Da gibt es eben auch eine Einführung, da brauche ich jetzt gar nicht durchblättern, aber es ist halt einfach so, das ist ganz staubig hier. Das sind die Spinnweben im Atelier. Also das heißt halt, er baut es halt echt extrem gut auf und ihr seht, das ist echt niedergemetzelt, dieses Buch. No? Da geht es um diese Pochardboxes, diese Malkisten, es geht um 15x20 Bilder und dann die Amis, die sind ja auch immer so brachial gut, weil sie dann so hier in den Kästen hat dann immer so eliminate the unnecessary, squinting eliminates the unnecessary, trust your intuition. Ist halt Englisch, das ist die große Hürde. Hier, mein Lieblingsbeispiel, das ist etwas, was absolut schwierig zu vermitteln ist. Nämlich, dass das hier zu dem hier führt. Das heißt, sein Motiv in ganz einfache Flächen aufzuteilen und das dann reinzumalen und dann das alles zu verschränken und Details zu malen. Dieser Schritt ist super, super schwer. Und dieses Buch legt ganz viel Wert auf diesen Schritt. Er erklärt dann, wie er das Bild angeht. Das ist das, also er nimmt jetzt ein Foto, dann ist das Squinting, das Unscharfstellen, dann alle Schattenfamilien. Die hellste Helligkeit, das kann man jetzt sehen, das ist das Weiß, die dunkelste Dunkelheit und die leuchtendste Farbe. Alle Schattenfamilien und dann den Rest ausmalen. Und dann hier das tonale System. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, wenn man Öl malen lernen möchte. Hier seht ihr es, 2006. Ist schon ein bisschen alt. Das war so das Buch, also da habe ich einen Andrew kennengelernt, 2005. Und er hat mir so diese amerikanische Malerwelt irgendwie aufgezeigt und so. Und da war es halt einfach echt so, dass er zum Beispiel zeigt, also es sind so praktische Sachen, aber was ich zeigen möchte ist tatsächlich seine Palette. Die hat mir total geholfen. Also die hat mir mal echt wahnsinnig geholfen, um ins Malen reinzukommen, weil seine Palette eigentlich tatsächlich Cadmiumgelb, Alizarinkarmesin, Ultramarinblau, Phthalogrün, Titanweiß und hier der Palettendreck, den er immer zusammenschert, den verwendet er auch ganz oft zum Malen. No? Ah, okay, Splatter Maiden. Es ist wie ein Workshop hier mitzumachen. Ja, kannst schon reinschreiben. Kannst alles reinschreiben. Das wird niemand nachprüfen und so berühmt bin ich auch nicht. No? Don't be stingy with your paint. Seid nicht geizig mit eurer Farbe. Und auch ein anderer Tipp, den ich liebe. Also natürlich hier, Clarifying the Families, a study in black and white. Also es geht immer um die Lichterfamilie und Schattenfamilie. Das ist das Grundprinzip, in dem er geht. Das andere ist aber, das hier, da hätte ich eigentlich rot umrandeln müssen und so, ne? 100 Starts. Es geht darum, 100 Mal sowas zu machen und nicht auszuarbeiten. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das hier übt, dann das hier, das könnt ihr alle sowieso. Also das muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja. PPDD, das Buch ist wahrscheinlich nicht mehr zu kriegen, nur auf eBay für das Zehnfache. Es kommt darauf an, von welchem Buch du redest. Also Kevin McPherson, das gibt's noch. Ne? Und das andere, das weiß ich nicht. Manchmal kriegt man gerade solche Bücher, die, also das hier, das ist jetzt nicht so der Oberbringer. Ich glaube nicht, dass das antiquarisch so total irre ist und so. Ne? Und dann kommt natürlich eins, das jetzt leider Kopfweh machen würde, weil man natürlich dieses Buch schwer herkriegt. Also der Richard Schmidt ist mittlerweile gestorben und der hat es im Eigenverlag aufgelegt und verlangt echt ein Mördergeld für dieses Buch. Also das heißt,
Das Mördergeld bedeutet, dass er einfach Versandkosten hat, wo es einen die Ohren wegfetzt. Also das heißt, wenn ihr Freunde in Amerika gehabt habt, dann lasst euch das Buch da hinschicken. Das gibt es jetzt in einer überarbeiteten, aktuelleren Auflage. Ich habe eben, wie ich den Andrew kennengelernt habe, Mai 2005 habe ich mir das zugelegt. Übrigens, das ist ein Gouache-Bild. Also natürlich, das ist natürlich schon hohe Schule und da ist es eben so, dass er, das ist Gouache auf Gesso Brett, Platte. Auf eine Malplatte, die mit Gesso grundiert ist. Auch coole Technik. Na? Also, was er halt macht, er ist halt einfach der König des virtuosen Pinselstrichs. Und der Abstraktion, die drumherum ist, und dann absolute Präzision innerhalb drin. Aber mit einer total irren, mit einem irren zeichnerischen Können. Ist doch Wahnsinn. Na? Also, und es ist ja auch so, ich habe dann hier die Inchmaße genommen und habe sie dann übertragen. 22 auf 50 cm ist das Bild. Na? Das ist jetzt so, ich kann mal. Auf falsche Richtung. Wenn das mal, ich das mal euch genauer zeigen soll. Das ist schon echt grandios. Also was er halt echt so absolut super macht, ist halt einfach, ups, falsche Richtung. Ich muss mir, glaube ich, nochmal merken, also in welche Richtung mein Ding geht. Es ist halt so, dass er echt richtig coole Sachen sagt. Also sein Ding über Talent, das habe ich echt übernommen. Ich muss jetzt Englisch reden. Don't bother about whether or not you have it. Talent. Okay, ich übersetze es gleich. Talent. Also beunruhigt euch nicht damit, ob ihr es habt oder nicht. Geht einfach davon aus, dass ihr es habt und vergisst es. Talent ist das Wort, das wir benutzen, nachdem jemand anerkannt geworden ist. Und man hat noch nie zu jemandem gesagt, der irgendwie gerade übt und stümpert, ach, du bist ja so wahnsinnig talentiert. Es wird immer im Nachhinein erstmal jemanden dann angesprochen und so. Ne? Also es ist echt wirklich, es ist von 98 das Buch. Was natürlich auch genial ist, das sind die Kapitel. Das heißt irgendwie so, das da am Anfang, dann à la prima, Direct Painting. Wie fängt man Bild an? Da hat er zum Beispiel zeigt er zig Möglichkeiten auf, wie man anfängt. Drawing geht natürlich darauf an. Wichtig, Values und dann Edges, wo er der Meister ist. Und dann die Farbe ist natürlich auch der Wahnsinn. Komposition, Technik und dann die Magie. Also zum Beispiel hier, die Starts ist dann so, dass er sagt, wenn er jetzt ein Motiv hat, das sehr komplex ist, dann fängt er erstmal monochrom an. Ja? Wenn er, ja, das ist jetzt das Monochrome und so. Wenn er impressionistisch was anfängt, dann haut er einfach mal, da fängt er in Farbe an und setzt dann die anderen Farben drauf. Also er hat dann die verschiedensten Vorgehensweisen und zeigt die auch auf. Ne? Ah, aber das ist schon ganz gut. Max Ott schreibt sozusagen, à la prima gibt es fieserweise als PDF im Internet für lau. Ey, ich finde es überteuert. Das ist brutal, ehrlich gesagt. Also, aber es ist genial, wie er das aufbaut und wie er dann so Stück für Stück fertig malt. Also es ist auch so, von ihm ist es auch so, ihr fangt mit was Richtigem an und dann folgt das nächste Richtige. Ne? Und zum Beispiel, das ist das Paradebeispiel für Edges. Das heißt, hier ist eine harte Kante und in der Brille. Ansonsten hat er alles aufgelöst. Das ist absolut genial. Das ist echt super. Also das ist auf jeden Fall dann das nächste, aber schwierig herzukriegen. Und dann, und ich habe euch natürlich noch mehr mitgebracht, aber das können wir vielleicht echt wirklich anders mal machen. Ja. Da holen wir noch ein bisschen. Schon wieder falsch. Tada! Ja. Creative Illustration von Andrew Loomis. Das war eins meiner teuersten Bücher, die ich mir gekauft habe. Das ist jetzt der Nachdruck. Und das Originalbuch ist von 1947. Und das ist natürlich eins der absolut supprigsten. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Über das Buch. Das könnt ihr, darum brauche ich es jetzt nicht ganz durchschauen und so. Also, das ist natürlich echt so die Sache. Also, es ist so genial und er nimmt als allererstes die Linie, ne, und erklärt, was die alles kann und erklärt auch kompositorische Sachen. Es ist richtig, richtig genial. Dann sagt er Kompositionsschematas, wie man zum Beispiel so Formen und Flächen aufteilt, um dann zu einer Komposition zu kommen und dann halt seine Motive in diese Raster reingibt. Dann geht er über
verschiedene Zeichnentechniken, wie man mit Linien umgeht. Ja. Um dann zum Thema Tonwerte zu kommen. Ja. Und da geht er eben dann auch erstmal drauf ein. Und schon wären wir wieder bei diesem Thema mit dem, dass es um Schwarz-Weiß erstmal geht. Also das können hier auch, das sind hier diese Thumbnail-Sketches, ne? Daumennagelskizzen. Wenn ihr ein Motiv macht, fangt mit den Daumennagelskizzen an, weil zum Beispiel wir haben hier die Daumen, dieses hier, ne? Das kleine, wenn ihr anschaut. Ne? Das heißt, es ist die Daumennagelskizze. Und dann macht er eine kleine Ölstudie und macht dann die fertige Skizze. Und das hat er dann auch. Also da ist es so, dass die Farblehre, er zeigt dann halt einfach verschiedene Möglichkeiten, wie man dann zum Beispiel dann monochrom dann malt. Oder zum Beispiel, er zeigt auch dann seine Skizzen, wo er dann sagt, wie vereinfache ich? Also da gibt er das Beispiel hier. Da hat er diesen Rock, der unheimlich detailliert ist. Wie kann ich da Sachen weglassen? Ne? Und da geht er auch auf die verschiedensten Techniken ein, ne? Die tonalen Maltechniken, wie er da vorgeht. Und dann kommt er zur Farbe. Auch eins der grandiosesten Kapitel, die es über Farbe gibt. Also oder jetzt auch so die Ansätze. Es ist aber auch so, man muss sich schon auch ein bisschen auskennen und man muss auch ordentlich lesen, blöderweise auch wieder in Englisch, wie er Farbe steigert, dass er eben an die Kante, an die Farbkante dann eine saturiertere Farbe reinmalt. Und also es sind echt wirklich, oder zum Beispiel er malt eine Farbe auf seine Leinwand und malt dann in die Farbe rein. Ja? Das ist so gelber Unterton, grauer Unterton, grüner Unterton und rot-orange als Unterton. Und dann reinmalen und die Farbe bei Ölfarbe mischt sich dann rein. Also auch, um Farbharmonie zu erzielen. Die Reproduktionen sind echt von 1947. Ne? Also das ist so, da haben wir echt wirklich, da muss man echt davon ausgehen, dass die wahrscheinlich noch um einiges logischerweise besser sind. Ne? Und er erklärt dann echt die unterschiedlichsten Sachen bei der Farbe. Und dann ist natürlich Storytelling ist die eine Geschichte. Und dann kommen natürlich später dann auch Sachen, die, wo er dann auch wieder seine Vorlagen zeigt, wie er das dann ausarbeitet. Also es gibt von ihm eine ganze Menge an Büchern. Die sind jetzt alle wieder aufgelegt worden und so. Dann Creating Ideas. Und da geht es halt um Werbegrafik, die natürlich für uns nicht mehr so wirklich. Fields of Illustration, die sind für uns natürlich halt obsolet, muss man ehrlich sagen. Aber ich will euch nur eins noch zeigen. Da. Das heißt, er hat dann eine Geschichte von einer Frau, die halt irgendwie sehr so ein bisschen dunkelhaarig und so ein Vamp und sehr, sehr verführerisch und gefährlich ausschauen soll. Das war irgendwie der Text der Illustration. Und dann sucht er sich dann das Modell. Er sucht dieses Modell dann oft nachher und macht dann die Zeichnung. Und hinten habe ich dann gibt es dann das ausgearbeitete Bild. Wo ist es? Ganz sicher ist es hinten. Ha! Da. Und das ist dann die fertige Illustration. Na? Also insofern, es ist auch ein Juwel, dieses Buch. Also das war auch jeden Fall ein Buchtipp vom Andrew James Judd. Also ich habe hier noch einen ganzen Stapel an Büchern. Werde ich mal in einem anderen Stream machen. Werde ich mal einen gesonderten Stream machen, weil schaut gut aus. 2 Stunden ist überschaubar. Ansonsten seid ihr jetzt auch ein bisschen Schmähstart, nachdem ich jetzt die Bücher gezeigt habe. Das kann natürlich sein, dass ihr jetzt alle in Ohnmacht gefallen seid oder schon irgendwie zu Bett gegangen seid. Wobei es sind immer noch 116 gleichzeitig Zuschauer und 116 Likes. Also wer noch kein Like da gelassen hat, wollen wir es doch mal überrunden und so. Ansonsten, ja, gibt es noch irgendeine Frage? Ansonsten ist es so, dass ich nächste Woche, kommt der Ralf ja wieder an meine Seite und wir werden dann an der Männerfigur weitermalen.
ich bin schon gespannt. Ich bin auch fast zufrieden. Ich habe ein paar Verzeichnungen drin, aber wie schon der gute alte Carlson vom Dach immer so schön gesagt hat, das stört keinen großen Geist. Ne? Ah, die Annette. Das würde den Rahmen sprengen. Das ist echt schwierig, weil ich habe, also die Annette hat gefragt, welche Künstler und Künstlerinnen ich gut finde und so. Und das ist so, das Problem ist, dass man, je länger ich male, ne, desto mehr werde ich egozentrisch und finde mich am besten. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil ich nämlich echt ganz, es klingt jetzt blöd, aber, oder halt ein bisschen arrogant, aber es ist so, dass ich immer sehr beeinflusst war von anderen Künstlern. Und die waren dann so, oh, das ist so gut und so möchte ich auch. Ich wollte gern so ein Leben haben wie David Hockney, der dann immer rumreist mit seinen Freunden und die hocken alle rum und er zeichnet sie dann immer und das hat mir total gut gefallen und so. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr so. Also ich bin ganz happy mit meinem Leben und ich finde auch das Leben, das ich führe und die Bilder, die ich male, sind genau das, was ich malen möchte. Wenn ich mir jetzt andere Künstler anschaue, dann ist es ein bisschen wie in Urlaub gehen. Das heißt, ich sehe dann die Bilder der anderen und denke mal, oh, das ist interessant. Oder ich frage mich, wie der auf die Idee gekommen ist. Und manchmal denke ich, ah, scheiße, die Idee ist so gut. Aber es ist ein anderer Mensch und er ist da auf die Idee gekommen oder sie ist auf die Idee gekommen und nicht ich. Und dementsprechend kann ich das einfach nur so beantworten, sozusagen, dass ich natürlich Leute habe, die mich beeinflusst haben. Über die habe ich ja schon ziemlich viele Künstlerbibliotheken gemacht. Aber jetzt im Moment ist es so, dass ich natürlich ja, nicht mehr so beeinflusst bin von anderen und mir immer wieder unterschiedliche Sachen anschaue und mich inspirieren lasse von denen. Ne? Also, muss man einfach sagen. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ah ja, das macht mir der Ralf so schön. Ne? Also, wenn ihr immer noch dabei seid und seid der Meinung, dass ihr jetzt wirklich was bekommen habt, ne, für euer Geld, dann könnt ihr einfach dann sagen, ja, dann lasse ich doch ein Trinkgeld da. Ne? Und das könnt ihr natürlich über den PayPal-Link machen oder über die Kontoverbindung. Oder ihr könnt zu Patreon kommen, uns in unserer Gemeinde dann treffen. Oder aber auch auf Facebook dann in der Nützwochgruppe. Ansonsten habe ich mich total gefreut. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken dann für eure Fragen, die ihr mir im Vorfeld dann auch geschrieben habt. Und ich hoffe, dass das auch für euch irgendwie interessant war, jetzt so dieser Stream. Gebt mir da auch immer ein bisschen Rückmeldung, also auch wenn ihr es jetzt im Nachhinein anschaut oder so, ob diese Form von Stream interessant ist und auch irgendwie euch was bringt oder inspiriert. Also das ist so die Sache. Weil das ist immer die Frage. Ich mache es nämlich immer mal wieder oder so, aber ich freue mich natürlich dann auch immer über Rückmeldungen. Ne? Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen und schaut auch nächste Woche wieder vorbei, wenn ihr den Ralf sehen wollt. Und er dann so wunderbare Sachen zu euch sagt wie aha oder mhm oder was auch immer. Servus.